Funktioniert. Erste Frage ins Publikum. Die Hymne. Welcher Bananenrepublik war das? Da gibt es an diversen Oberschulen und Universitäten eine Menge Leute, die werden das nicht beantworten große können. Große Fragezeichen. Ja. Was ist das? Das haben wir ja noch nie gehört. So, nächstes Mal gibt es die polnische. Nächstes Mal polnische Hymne. Ich bin sehr geehrt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die noch nie gehört, die Hymne. Ja. Und danach gibt es die türkische. Die habe ich auch noch nie gehört. Also einmal die russische, einmal die deutsche, einmal die polnische, einmal die türkische und dann mal gucken. Danach kann ja die französische. Wir haben viel vor. Wir haben viel vor. Ja. Das Jahr hat nur 52 Wochen. Ihr seht, wir haben hier einiges aufgebaut an Post. Es ist Post gekommen von niemandem geringerem als dem Blottfallel. Ja. Hallo. Unser Lieblingschinese. Blottfallel. So, diesmal haben wir auch die professionellen Medienprofis, die wir sind, die Adresse abgeklebt, damit er keine Hate-Mail bekommt und keine Leute an seinem Zaun rütteln. Du darfst auch machen. Ja, du hast auch schon was gekriegt. Da hast du ja schon was. Ich weiß nicht, ob das aus dem Paket ist. Das war auf meinem Platz. Ja. War das, also ob das hier aus dem... Ich geh mal soll sein, raus. Soll sein. Da steht auf jeden Fall Jens drauf. Und aha, Geld ist drin. Sehr schön. 20 Euro. Unsere Lieblingsgeschenke. Aber alles andere ist auch cool. Hier ist natürlich die größte Überraschung. Ja? Ein Kubotan. Oh, geil. Ach, ich habe hier die Geschichte erzählt, ne? Am Flughafen. Ja, ja, ja. Ja. Wir haben aufmerksamen Zuhörer. Ein Kubotan. Jawohl, jetzt wird wieder zugestochen. Hast du damit schon mal jemanden verletzt? Also nicht mit dem Ding. Nee. Na, ist gut. Bist ja nur Selbstvorteil. Das ist einfach nur mein... Aber der ist natürlich viel schöner als der, den ich jetzt am Schlüssel habe. Der kommt dran. Vielen Dank. Der kommt an meinen Schlüsselbund. Auch danke von mir. Und dann hat uns der Blottfalle was ganz Tolles geschenkt. Ein Handtuch. Offensichtlich irgendwie gebraucht. Das riecht auch wenig so aus der Sauna. Oh, so ein schönes Arschtuch. Danke, Brotfahrer. Warum auch immer. Und wir haben hier... Oh, das liegt ganz oben auf. Ein Messer namens Volodymyr 1. Er hat das 1 vergessen. Das ist sowas, ne? Also ganz verrückt. Volodymyr bedient sich. Was zum Teufel ist das? Das ist glaube ich, auch ein Messer. Das ist ein Messer, das ist doch eine Klinge hier. Das ist so ein Kreditkarten-Utensil, ne? Kreditkartenmesser oder was? Ja, ja. Echt? Sowas gibt? Da muss ich meine Heimat anschauen. Sehr geil. Da guckt der V-Mann, ist das in Deutschland überhaupt erlaubt? Da muss ich auch gleich ja, meine E-Mail gleich schreiben. Muss ich Meldung machen. Meldung machen? Guck dir das an. Sehr das lustig. Das ist eine Stabgranate hier. Hoffentlich Alter. Echt. Vor Gebrauch Sprengkapsel einsetzen. Aber das ist nicht original. Ich geh mal der V-Mann, der V-Mann entwarnt uns, das ist alles in Ordnung. Eine Attrappe. Ja, es ist wirklich auch total leicht. Das kann ich echt sein. Das kann ja gar nicht. Das kann ja gar nicht. So sahen die Dinger früher aus, aber sehr praktisch zum Werfen. Mhm. Besser als diese Kugelteile. Davon haben wir ja auch noch eine schöne. Wir haben die Sirius Rettungsdecke. Toll. Kälteschutz und Hitzeschutz. Krieg ich mal das Taucher... Oder warte mal, jetzt kann ich gleich mal gucken, wie diese Kreditkarte hier funktioniert. Was ist das? Aber ich scheitere schon am Auspacken. Ich glaube, das könnte für mich sein. Beziehungsweise für unseren vierbeinigen Gefährten. Das hier ist auch schon mal... Jetzt haben wir schon mal ausgepackt. Hani hat mal Probe gekaut, fand es sehr gut. Haben wir gleich wieder weggenommen. Weil ist ja keine Art sowas. Ist auch leider nicht hier heute. Der Hübsche, die Hübsche. Ja, also ich glaube, ich bin da zu blöd für... Ich glaube, du kriegst das noch hin. Wir haben noch eine Viertelstunde eingeplant. Also wenn demnächst wieder Vorsicht Hitze, ja, wenn Lauterbach wieder Hitzealarm ausruft. Sehr gut. Hätte mal ein anderes Messer oder ein du Cutter. Kriegst das auch hier. Das ist auch eine Rettungsdecke, ja. Sehr gut. Und das hier ist quasi Blottfallers Markenzeichen. Kimchi.
Kimchi-Nudeln. Ja, davon habe ich mich ja ernährt, davon habe ich abgenommen. Jeden Tag ein Kimchi gegessen, tatsächlich, eine Zeit lang jetzt. Nicht schlecht, und nicht schlecht. Und habe mir die nachgestellt. Okay. Ich habe mir so 20er-Packen, zweimal habe ich mir das nachgestellt. Ja? Und dann wirklich jeden Tag ein Kimchi. Geil, na jetzt kannst du ja weitermachen, oder so. Man kann sie nicht mehr sehen, ne? Ich fand die sehr lecker, muss ich sagen. Ja, willst du sie mitnehmen? Ja, ich nehme gerne. Ja, die scharfe Soße. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ja. Scharfe Soße, der V-Mann hatte mal einen Arbeitsunfall mit der scharfen Soße, aber sein Gemächt konnte gerettet werden. Schwarzer Tee. Schwarzer, immer gut. Immer gut. Dann haben wir hier Colorado. Sehr gut. Tropi Frutti. Tactical Pin. Tactical Pen. Oh, das ist geil. Wieso hab ich sowas nicht? Ja. Oh Mann. Aber jetzt auch Tropenfrüchte ohne tierische Gelatine. Das auch wandert gleich in den Müll. Nein, Quatsch. Nein, das werden wir natürlich nicht. Peace and Love. Das ist sehr schön. Das ist er. Oh, das ist cool. Wenn man besoffen wieder das Schlüsselloch nicht findet oder ein anderes Loch. Ein Bonusloch oder sowas? Das Bonusloch, ja. Hier leider sind diese schönen Ü-Eier kaputt gegangen, also beim Transport. Das war jetzt aber, ich denke mal nicht, das Versehen der Post. Es ist einfach, das passiert halt manchmal. Ist aber nicht schlimm. Oh, Osterhase, toll. Osterhasi, Nikolaus. Das nennt man jetzt Eiersuchtier. Was? Goldbär. Oh, Bombe, Blottwalle. Und natürlich die gute Rittersport. Das war doch auch Nazi, ne? Ich glaube, da habe ich auch irgendwas gehört. Kinderriegel. Kinderriegel. Oh, jede Menge Tee. Glückskekse. Wie viel Tee? Alter. Was soll er machen? Soll den ganzen Tee trinken? Was soll er machen? Du sollst kleiner, du sollst irgendwas lassen. Und was Sauna. Ist das? Also Sound. Too much. Of everything. Glückskekse. Was zum Teufel ist das? Noch ein kaputter, leider ein kaputter. Das ist ein Bierkühler. Das ist nicht für die Füße. Kein Handschuh. Quatsch. Ein Sockpuppet. Das ist das, was die Ahnung, was hier. Das ist ein Bierkühler. Ein Flaschenkühler. Dress your drink. Ja. Ja. Hanuta, ich glaube, der Jens hat. Erkenne was. Ein ist. Das ist was für dich, das hier. Das ist was für du. Mich. Ja, ich nehme das. Ich nehme das. Das Kimchi ist auch was für dich. Ich finde das mega geil. Hammer geil. Ich habe noch eine Tasche, die ist bestimmt für dich. Ich schau mal. Das wäre schön. Und da steht was drauf. Arthur. Ja, ah, hier. Ah, das ist so schön. Oh, ich krieg auch einen Tactical Pen. Ja. 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 Ja, das ist so schön. Das ist wie Weihnachten. Geil. Ist auch so eine Art Kubotan. Noch mehr Haribos. Geil. Und jede Menge Glückskekse. Ja. Denn Blutfaller ist ein Chinese. Das kann gar nicht anders sein. Was ist denn das? Was zum Teufel ist das? Das ist, glaube ich, also ist total geil, dass wir das haben. Magnifier Ruler Firestarter. Also eine Lupe, ein Lineal und ist geil, Streichholz, oder? Das ist geil. Was? Tactical Pen. Ein Feuerzeug. Oh, so ein schickes mit, wo Gas so rausgeschossen kommt. So. Dann ein Magnet. Wenn ich den sehe, brauche ich kein Meer mehr. Oh, ich liebe solche Sprüche. Ich bin mir nicht sicher, ob das zum Essen ist. Was ist das denn da? Das ist Sesam. Oder Schimmel. Oh, danke, ey. Blottfalle. Danke für alle Spenden. Wir werden übrigens auch gleich noch Spenden vorlesen. Dann ein Mülleimer. Ist das ein Mülleimer? Oder auch ein. Doch, das ist ein Kippen. Ein mobiler Kippenaschenbecher. Hier ist schon wieder so ein Ding, so ein Tactical Credit Card Knife. Das ist Pappe. Pappe? Fuck, ja, das ist Pappe. Wie war's? Nein, das sind doch diese Glückskekse. Nein, das war kein Glückskeks, das war ein anderer Keks, da kannst du auch mal nach. Ich glaube, das ist für einen Hund hier, kann das sein? Ja, das. Das ist ein Hundekeks. Gourmet-Happen, das ist für einen Hund. Die perfekten, unkomplizierten Leckerlis für zwischendurch, die sind vielleicht auch für dich. Boah, geil, guck mal, ich hab's da, zack. Jetzt wird abgestochen, jawohl. Jetzt wird zurückgestochen, ey, seht euch vor. Zeig mal, so. Du hast ja auch einen Migrationshintergrund, das haut schon hin. Du auch? Ja, ich auch. Ich auch, also jetzt so zurückgestochen, liebe Deutsche. Wie hast du das gemacht? Ich habe einfach nur, umgeklappt, so.
Und dann so. Und das ist aber auch eher was für den spontanen Einsatz im Zug. Für den spontanen Messerstecher. Oder im Supermarkt, wenn gerade wieder ein diese deutschen Fressen so richtig auf den Sack gehen. Dann wird einfach mal geschlitzt. Bitte. Die scheiß Kartoffeln. Ey. Geil, ey. Geil, ey. Noch so ein mobiler Aschenbecher. Das ist so praktisch. Eine Pfeife. Eine Trillerpfeife. Damit kann ich was machen? Richtig. Den Anzeigenhauptmeister. Sie dürfen hier nicht stehen. Was zum Teufel Hallo? Ist das? Amazon-Müllbeutel? Hast du mal auf der Packung geguckt, was das ist? Lies mal auf dem Etikett oben drauf. Was ist denn da? Dog Waste Bag. Mensch, das ist für deinen Köter. Na, auch, siehst du. Ja. Wir haben irgendwie die Dinger vertauscht. Guck mal, hier ist noch was für die Töne. Ja, nee, war überall drin. Oh, beinahe wäre mir der Kaffee umgefallen. Das wäre aber katastrophal. Hier, das meine ich. Da ist mal ein von. Und dann hast du gleich Pappe im Mund. So, solche habe ich aber auch hier. Und, Kinderüberraschung. Kinderüberraschung. Ist ja geil. Oh. Hör mal, Alter. Ich glaube, er lässt sich immer wieder was einfallen. Und danach hier hat man vor allem dieses Eierteil. Der Blottfallel. Der Blottfallel. Kann ich. Hi, ho. Schwing dein Ding. Made in Germany. Ach, so muss es sein. Passend zur Hymne. Ein bisschen spooky ist es schon. Guck dir mal an, wie viel Mühe der sich gibt. Ein USB-Stick. Immer gut. Der hat uns ein bisschen sehr gerne. Wirklich. Also das ist die Art Zuschauer, bei denen du dann irgendwann in der Gefriertruhe landest. Also ich lasse mich gerne so stalken. Brotfahrer, immer her zu mir. Trau dich, komm zu mir. Ach Gottchen, ey. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns hier mit dem Messer nicht gegenseitig erstechen. Aber wirklich, ey, diese Gourmet-Leckerlis, das wird so geil. Alter. Mega. Jens, du darfst reinhauen. Mann. Geil. Einfach geil. So. Ja. Einfach geil. Oh. Frender. Das wird nichts. Ah, scheiße. Frender. Magnifier, Ruler, Firestarter. Ich mach mal einen auf. Geil, ey. Ich glaube Fortune Roll, aber das ist ein thailändisches Glückskeks. Aha. Ich glaube, bei den Thais isst man das nicht mit. Aha, okay. Also demnächst, wenn du hier kein Feuer hast im Studio. Kannst du hier an der Sonne anzünden. Das Glück wird in Kürze an ihrer Türe klopfen. Das hört sich gut an. Da warte ich auch schon die ganze Zeit drauf. Ja, ich warte auch mein Leben lang schon drauf, dass endlich das Glück mal an meine Türe klopft. Jemand anders als das SEK an meine Türe klopft. Das weiß ich natürlich nicht. Was haben wir hier? Solar Hand Crank. Aha, eine Solarlampe. Das ist vielleicht was für meinen Balkon. Das ist was für dich. Ja, abends der Mückenfang. Das ist was für dich. Endlich mal Licht ins Dunkel. Ja. Da gibt es so einen Kanal, der auch so ist. Hier ist auch was für mich. Ja, super geil. Ja, super geil. Nehmen wir alles mit. Noch eine Kindelüberlaschung. Ja, mach auf. Jede Menge. Hier auch noch Kindelliegel. Aber dieses Eierding, das ist ja schon geil. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Mach ich an. Jetzt Mikro. Classic. Ich verschone die Leute mit dem Geschmatze. Ich höre gleich auf zu essen. Ich verspreche es. Sehr rücksichtsvoll. Sehr rücksichtsvoll. Danke. Handgranate bleibt hier. Als Warnung. Und danke für das Handtuch. Das ist wirklich groß. Wo ist denn die Handgranate? Letztes Mal hat uns eine Handgranate bestimmt. Müsste eigentlich auf dem Tisch hier bei uns immer. Utensilien. Lass die Handgranate fliegen. Die Kalaschnikow über dem Infrarotzeichen. Liebe Blottfallel, das nächste Mal eine Kalaschnikow mit ausgegossenem Lauf. Geht auch. Nein, danke schön. Vielen Dank. Alter. Mensch, wir kommen hier gar nicht aus dem Knick, du. Ey, so viel Kram. Jetzt muss ich erstmal wieder diesen schönen. Der eignet sich auch prima als Staubfeudel. Ja, mein Handyhalter. Jetzt habe ich mein Handy verloren. Irgendwann da ist es. Ja, was ein Chaos dadurch entstanden ist. Ne? Mega.
Gegner? Ach, guck mal, ey, wir sind schon wieder bei 960 Zuschauern. So, liebe Leute. Das nur mit Geschenke auspacken. Nur mit auspacken. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Bettelei geht auch gleich schon los. Bitte, bitte liked und teilt das Video. Danke, Telemichel. Geiler Typ, Mann, ey. Grüße vom Eiermann. Aber warst du das? Oder war das der Brotfahrer? Und es geht mit der Verlesung der Spenden. Ja, mach mal. Hast du zwei? Ja, also, wir bedanken uns bei Dr. Andreas. Schenkung, was ist mit der Kohlen? Wir bedanken uns bei Maximilian, bei Claudia, monatliche Schenkung, danke für die wertvolle Arbeit. Guido und Christine. Wir bedanken uns bei Hans-Joachim, bei Christian, Paula, Ivan, Jens, Arthur und alle Menschen im Hintergrund. Jürgen, Christina, Johannes, Alexander, Rico, Steffen, Sozialkostenzuschuss für einen wirklich guten Audiobeitrag. Oh, danke. Nee, echt jetzt wirklich gutes Zeug. Christian, go ahead. Ulrike, Katharina, Winnig und Benjamin. Schenkung, Grüße und Armin und Sabine und Philippe. Danke. Ich habe hier Paula, Alexandra, Carsten, Marco, Christian, Ilja, André, Alexandra, Frank, Gunther, Axel, Carsten, Norman, Werner, Stefan, Uwe, Andreas, Laura, Björn, Alexandra. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Leute. Ich danke. Ah, oh, ist das schön. Ist das schön. Und dann bedanke ich mich auch bei den Leuten, die mir auf der Demo, genau, 30 Euro habe ich wieder gekriegt. Auf der Demo. Auf welcher Demo warst du? Ich war auf zweien. Oh, wo? Ja, einmal Ostermarsch und einmal 4 Jahre Demokratiebewegung. Nicht ohne uns. Oh, ja. Nicht ohne uns.de. Ja. Wo? Musste, wo? Berlin. Wo? Beide in Berlin. Beide in Berlin. Ja, okay, erst war ich auf der einen und dann direkt mit dem Roller weiter zur nächsten. Cool. Da wieder viel von diesem Scooter rumgefahren. Aber das hat sich ja schon, die Kohle habe ich schon wieder drin mit den 30. Mit meinem Auto bin ich gefahren. Hat sich alles wunderbar amortisiert. Oh. Vielen Dank an, Erdner Schröder. Danke, lieber André. Danke, lieber. Küsschen. Geil, ey, das ist auch so nice, dass die Leute, dass der V-Mann jetzt endlich seine Scheu überwunden hat. André, das ist André, der hat es einfach falsch rumgeschrieben. André, bla 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 bla. Das ist bestimmt ein Geheimagent. Dass der V-Mann seine Scheu überwunden hat, hier endlich mal auf den Buzzer zu hauen, wenn eine Spende reinkommt, das finden wir richtig gut. Also bei, ja genau, und zwei Demos über Ostern. Ja. Und ansonsten hast du gechillt in Köpenick? Ja. Ja, ne? Ja. Zwangsweise, ja. Und in Reinickendorf. Oh ja, stimmt. Ja. Und in Reinickendorf, ja. Im schönen Reinickendorf. Oh, guck, du hast auch einen Kubotan gekriegt. Ja. Ich hab auch einen Kubotan gekriegt. Ja. Jetzt können wir uns duellieren. Das Blut spritzt hier. Ja. Ey, du, mit dem Dingern kannst du richtig jemandem wehtun. Ne? Ja, vorzugsweise ins Gesicht oder in die Zähne oder so und dann ist der Spaß vorbei. Und in die Augen, natürlich, in die Augen. Ah, immer ja. In die Augen, ah, ja, in die Ohren. Gab es so einen Song von einer Band, immer in die Eier hieß der. Ich sag jetzt nicht von wer. Ja. Die Leute, die es kennen, bitte in die Kommentare wollen. Der V-Mann wird schon ganz nostalgisch. Fand ich auch mal gut, als ich jung und dumm war. Ja, eine ganz tolle Band. Fand ich auch noch gut, als ich dumm war, also vorgestern. Nein, natürlich nicht. Ja, dieses Gegröle war schon verdammt stumpf, muss ich sagen. Ja. Ist ja Gott sei Dank nicht verboten. Soweit ich weiß. Anders als bestimmte Rückennummern auf DFB-Trikots. Können wir einmal bitte 44 haben? Das hätte ich ja an sich schon verboten. 44, ey. Das war ja da, wo es... Volodymyr, ganz ruhig. Das war ja da, wo es dann letztendlich nicht mehr so gut lief. Hast du ausgedruckt zweimal? Ah, nein, habe ich nicht. Hast ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Mach auf. Wir sparen hier, wir sind auch ein papiersparendes Büro. Scheiße ist das. Scheiße. Jawoll! Vom SA in Dorsenwald, danke. Ja. Arthur mit TH, aber ist egal. Jaro, vielen Dank, Mann, danke. Küsse gehen raus. Ja, wo waren wir stehen geblieben? 44. Haben wir nicht? Nee. Nicht? Nee. Rückennummer 44, habe ich aber gesehen tatsächlich im Chat. Haben wir in Podcast-Team-Chat? Nee.
Ah, doch. Man muss geben. Auf jeden Fall, ihr habt die Geschichte alle gehört. Also es gibt ein DFB-Trikot und der überaus... T-Shirt? 44. T-Shirt? DFB? Ist ein Trikot auf Football. Das nennt man interkulturellen Dialog. Was wir hier machen, ist wirklich, ey, das ist par excellence. Ja, wunderbar. Ich bin auch ein bisschen erschrocken gewesen. Ich habe sofort zuckte schon wieder die Hand. Ja, ja. Ja, ja, ganz eindeutig. Ganz eindeutig eine verbotene Rune, wie der Journalist, in Anführungsstrichen, Tobias Huch herausgefunden hat, der natürlich sofort auf der Plattform X die entsprechende Anfrage an Adidas gestellt hat und an den DFB. Und der DFB, der wollte gar nicht reagieren. Ne? Die waren wahrscheinlich vor Schockstarre. Dass diese 44 doch zu sehr an SS-Runen erinnert. Ja, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz furchtbar. Ein Skandal. Der DFB hat das jetzt runtergenommen. Du kannst immer noch die 18 dir draufdrucken, aber 44 ist jetzt vorbei. Die gibt's nicht mehr, ne? Die gibt's nicht mehr. Die wird jetzt hochgehandelt. Wenn du jetzt so ein T-Shirt mit der 44 so hast, ich sag dir, das kannst du verkaufen auf eBay. Jetzt gerade hat aber keiner, weil Tobias ist wahrscheinlich der Einzige, der auf so einen Scheiß überhaupt kommt. Ich wollte was vorbereiten. Habe ich jetzt wieder nicht gemacht. Doch, warte. So, lieber Verfassungsschutz hier. Ich halte jetzt eine Zahl hoch. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Was verbirgt sich hinter dieser Chiffre? Potenziell müsst ihr jetzt aufpassen. Würde ich jetzt verbieten. Ja, ich lasse den Zuschauern auch mal ein bisschen Zeit zu raten. Was könnte zwischen 1877 stecken? Was könnte dahinter stecken? Vorsicht. Vorsicht! Ja, ganz gefährlich. Tobias Huch ist schon auf der... Ich habe auch noch eine Nachricht für ihn, Tobias Huch. Es gibt eine Band namens KISS. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ja. Und jetzt habe ich aber wirklich, das könnte dein Weltbild ein bisschen aus den Angeln heben. Der Bassist ist Jude. Ganz, ganz schlimm. Ganz, Vorsicht. Vorsicht, mein Lieber! Ja, was du da sagst. Egal, so. Wolltest du noch was sagen zum Chit-Chat? Ja, ich hätte ja was. Ich habe überlegt, ob ich das mitnehme. Warum eigentlich nicht? Ne? Du hast da was. Ich hab da was. Ich wollte mir das eigentlich... Ich, Idiot, hab mir das nicht ausgedruckt. Nein, Jens, du bist kein Idiot. Ich habe vergessen, es mir... Nee, das Bild brauche ich ja auch. Und das habe ich mir tatsächlich nicht ausgedruckt. Also. Scheiße. Kannst du uns mal bitte das Bild... Und jetzt habe ich ja auch den Plan nicht. Hey, fahr mal, nicht PRS schlafen. Zeigen. Sehr gut, danke. D.E.D. PRS, bitte. Bild PRS. Disneyland After Dark. PRS hast du nicht. Du hast PRS, 100%. Ich habe mich gegeben, PRS. Okay. Also Gene Simmons. Hast du hier schon? Okay. So ist es. Okay, kannst schicken jetzt. Egal. Multikulti funktioniert. Chaos heute. Gene Simmons heißt übrigens mit bürgerlichem Namen Heimwitz. Ist kein Witz. Oh Gott, sind wir wieder schlecht. 1877 BGB Aufwendungsersatz. Ah, okay. Du guck mal, da hat einer gegoogelt. Oh! Oh! Funktioniert. Oh! 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 Kennst du den? Der Lachwettbewerb aus dem israelischen Fernsehen? Nee. Müssen wir demnächst mal reinhauen. Das ist ein Klassiker, das ist ein Internet. Entschuldige bitte, Jens. Ich weiß, das ist wieder zu viel für dich. Nee, mach nur. Ich entschuldige mich. Danke, Andrew. Nicht bei mir, beim Publikum. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich bei jedem. Ich bin ja ganz andere Sachen gewöhnt. Oh, stimmt. Das stimmt. Also was ist jetzt mit PRS? PRS machen wir dann das nächste Mal. Okay. Ich hoffe, da ist noch Zeit. Okay. PRS steht für Parkraumservice, liebe Leute. Parkraumservice. Und das wird durchaus interessant. Ja? Ja. Oh. Schade, habe ich aber von der Zeit hier heute eigentlich eingeplant. Ich trinke kein Bier mehr. Der V-Mann und Volodymyr 1 machen dafür umso mehr. Welches Bier trinkst du heute, V-Mann? Zeig mal hoch. Störtebeker. Pilsner. Guter Geschmack. Okay, was hast du zu den Grünen? Natürlich, bitte einmal Volodymyr Number One und die Grünen. Und laut bitte, hier auf dem...
ja, ein ganz aktuelles Beispiel ist ja das, was wir mit diesem sogenannten Hack-Leak ja jetzt gerade mitbekommen haben. Ja, also dieses gehackte Gespräch von Bundeswehroffizieren, die sich über Waffenlieferungen an die Ukraine unterhalten haben und die dann eben von russischen Medien bewusst in die Öffentlichkeit gebracht wurden, also bewusst geleakt wurden, um halt eben in Deutschland auch eine Debatte darüber zu erzeugen. Und also daran sieht man einfach auch, dass Desinformation nicht unbedingt etwas mit Fake News oder so zu tun hat, sondern es durchaus ja wahre Begebenheiten sein können, die dann aber so in die Öffentlichkeit gebracht werden, dass sie wirklich auch diese desinformierende und auch destabilisierende Wirkung haben können. Mhm. Ja, das war ja interessant. Also, meine lieben Damen und Herren, ich kann sagen, wenn die Gesellschaft die Wahrheit nicht aushält, dann stimmt irgendetwas mit der Gesellschaft nicht, ja? Wenn du ihr die Wahrheit nicht zumuten kannst. Ich muss sagen, es ist die Geschwindigkeit, in der sich die Grünen von einer Graswurzelbewegung Richtung DDR aufgemacht haben, ist atemberaubend. Beim Gaming würde man das Speedrun nennen. Ja? Also egal wie viel Prozent und wie viel Completion, Hauptsache ratzfatz rein in die DDR. Und man kann es auch sagen, mit sowas werden Leute natürlich auch abgeschreckt. Jaroslav, danke! Und was polnische Schreibweise, scheißegal, werden auch Leute abgeschreckt, natürlich überhaupt was zu leaken, ja? Wenn sie die Wahrheit, wenn du die Wahrheit öffentlich machst und dann damit rechnen musst, dass es dir auch noch um die Ohren gehauen wird, siehe Assange, dann, ja, da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist furchtbar. Das ist mit Highspeed in die DDR. Ich hab's schon, hab jetzt gesagt. So. Ja, ist ein bisschen. Wunderbar. Na, egal, ich habe überlegt, ob ich genau zu dem Ding Koffein mache, ja. Weil das viel, viel interessanter ist, als man erstmal denkt. Ja. Und Sie sprechen das ganz offen aus mit aller Selbstverständlichkeit. Das wird ja jetzt auch nicht irgendwie hinterfragt. Ja. Da stellt sich die Frage, was sind denn eigentlich Desinformationen? Also wir haben es ja überall jetzt damit zu tun, Desinformation hier, Desinformation dort. Desinformationen haben offenbar nichts mit dem Wahrheitsgehalt einer Information zu tun, sondern damit, wem diese Information gerade ungelegen kommt. Also das ist ja keine Desinformation. Sie nennt da diesen Leak oder diesen Hack, egal wie auch immer, eine Desinformation. Es ist aber keine Desinformation, es ist eine Information. Es ist eine absolut stimmige, die Information ist zu 100% korrekt. Und Desinformation soll ja bekämpft werden. Desinformation, das ganze Internet soll ja jetzt mehr oder weniger kontrolliert werden. Es geht um Desinformation. Ja. Desinformation müssen bekämpft werden auf höchster EU-Ebene. Weißt du, eine von der Leyen stellt sich hin und sagt, das Wichtigste ist jetzt der Kampf gegen Desinformation. Und hier haben wir es ganz klar und ganz deutlich, Desinformationen sind einfach nur Informationen, die bestimmten Leuten nicht passen. Ja, dem Volk, dem dummen Volke wird es so verkauft von wegen, ja, irgendwelche, ja, Fehlinformationen, ja, das sind irgendwelche Lügner, die da irgendwas verbreiten, aber Desinformationen, das sind in den Augen ja, dieser Leute ja einfach nur Informationen, die ihnen nicht schaden. Passen, ja? Ja, die ja, also ja, ihnen ja, ja. Und ihrem Lügengebilde schaden. Das ist unfassbar. Also. Ja, und vor allem, es läuft einfach so im Fernsehen. Dieses Selbstverständnis, ne? Ja. Also auch die Reflexion da, die mangelnde Reflexion, auch darüber das nachzudenken, was man sagt. Es ist. Desinformationen müssen nicht falsch sein. Das kann auch richtig sein. Ne? Ja, was redet ihr da? Ne? Also nochmal, also wenn die Gesellschaft an der Wahrheit zugrunde geht, dann hat diese Gesellschaft ein Problem. Oder wenn die Eliten an dieser Wahrheit zugrunde gehen, dann liegt das Problem nicht an der Wahrheit. Ja, oder an dieser oder jener Information, dann ist die Gesellschaft in eine falsche Richtung gelaufen. Dann ist das eine notwendige Korrektur, die da stattfindet, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Nicht andersrum. Es ist, also diese Grünen, man denkt auch immer, es geht nicht schlimmer. Und jede Woche, wie Ivan, unser Chef so schön sagt, von unten klopft es dann. So. Das ist unfassbar. Ja, das war auf jeden Fall, das waren die Grünen. So PAS, Parkraumbewirtschaftung, kommt dann ja, später. Ja, das machen wir das nächste Mal, ja. Wir müssen noch mal den Karfreitag rekapitulieren. Da gab es eine sehr schöne Predigt im Fernsehen, uns auch zugespielt. Und das ging mit den Worten los, ja, also die letzten Worte Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und darauf trat dann die ukrainische Tänzerin, natürlich eine ukrainische Tänzerin, Tatjana Samalovkova, aus und der Pfarrer sagte dann dazu, sie drückt sich aus im Tanz und in ihrem Tanz erkennen sich die Menschen wieder. Das ist jetzt die Aufgabe für dich und für die Zuschauer, ob ihr euch wiedererkennt in diesem Tanz. Karfreitag ab!
denke, wir haben es verstanden. Und du hast es verstanden. Ach, da hat einer genau den Kommentar geschrieben, den ich bringen wollte. Also Zelensky hat sich auf jeden Fall wiedererkannt, irgendwo in diesem Video. Günther Daum wahrscheinlich auch. Ja, eine Sache, die die Kirche immer besonders gut kann, ist sich auf jeden Fall an und regelmäßig auch verkackt ist, sich an den Zeitgeist anzubiedern. Das machen sie fantastisch, ja. Ich habe eine Geschichte im Kopf, die ich letztens gelesen habe. In Hannover wurden ukrainische Künstler eingeladen von einer Pfarrei. Die sind auch mit ihren Sachen auf Tour gegangen und die haben Ikonen auf Munitionskisten gemalt. Die hätten auch in Tüten kacken können und wären applaudiert worden. Ja, ja. Weil das sind ja ukrainische Künstler. Das sind Ukrainer, ja. Die können den Pfarrer den Kopf abbeißen. Das wäre dann Aktionskunst gewesen oder so etwas. Und die Kirche, die versteht es leider wirklich. Es gibt, mir ist dieses Kirchenbashing zu platt. Es gibt Leute, die sagen so, das muss alles weg, das muss alles weg. Es gibt auch durchaus Probleme und es gibt große Probleme, überhaupt keine Frage, ja. Und das ist bei weitem nicht das größte Problem, das die Kirche hat, aber es ist auch ein Problem. Es ist so, oh Gott, mir fehlen die Worte. Also ich habe ja zum Tanz ein ganz anderes. Bitte. Ich fand das immer. Vielleicht findest du es ja. Ich konnte da jetzt auch nichts Besonderes entdecken. Ich fand Tanzen, was ist das für ein Blödsinn, was ist das für ein Quatsch, bis ich mal im Theater, ich hatte nichts zu tun, dann habe ich hier in Berlin, das ist ein paar Jahre her. Danke, Reto. Im Hebbel am Ufer, da habe ich so ein Praktikum gemacht, das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her, habe ich einfach so mitgearbeitet und da gibt es sowas, Tanz im August. Und wenn du das so live erlebst, diese Tänzer, und du merkst so, du kriegst so diese Luft mit, weißt du, und du hast ein ganz anderes Gefühl dazu, wenn das vor dir geschieht. Und ich war so fasziniert von diesen Tanzvorstellungen. Ohne Frage. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Also du musst es live erleben, damit du das wirklich mitkriegst. Und seitdem sehe ich das ein bisschen anders. Aber das jetzt gerade da, also ich habe es ja auch vorher schon gesehen, da habe ich jetzt irgendwie... Ja, das ist, ich weiß nicht, was das soll. Ich fand, es hat auch irgendwie nicht so zur Musik gepasst. Zum Ding ist auch, es ist auch, also auch nichts gegen modernen Tanz, überhaupt nicht, ja. Mag auch seine Berechtigung haben. Es ging um das Gesamt, es ging um diese Gesamtidee, dass die Kirche sich mal wieder als irgendwie modern präsentieren soll. Und das ist irgendwie, da verkacken sie jedes Mal hart. Das machen andere Konfessionen irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Und andere Kirchen. Also wir sollten einfach froh sein, dass sie was anhatte und sich auch nichts eingeführt hat. Und nichts eingeführt das oder nicht, dann nämlich nicht wahrscheinlich gekackt in hat oder Jahren. Sowas. Ja, und dann, so toll. Ganz progressiv. Der Pfarrer, ganz progressiv, das ist toll. Dann werden sie sich vielleicht noch mit Scheiße eingreifen. Dann so die paar verbliebenen, verkrachten Kirchgänger da, irgendwie so alte Menschen, die gucken dann so, was sehe ich mir da an? So, egal, Hauptsache modern und progressiv. Also an die Politikanbietern konnte sich Kirche auch immer schon gut. Und das hat ihr auch geholfen, da zu sein, wo sie ist. Insofern ist das vielleicht einfach nur eine logische Konsequenz, aber das war harte Kost. Ansonsten will ich euch auch die ganzen Predigten, die ihr euch zu Ostern nicht reingezogen habt, ist gut, dass ihr das nicht gemacht habt. Ich mache das gern. Ich bin semi spirituell irgendwo immer noch da. Ja. So ist das. So, Spenden haben wir, im Brotfahrer haben wir. Wir haben Chit-Chat auch. Ja. Was ist der nächste Punkt? Habecks Ansprache. Du hast wieder ein Video von Wahnsinniger. Du hast wieder 9 Minuten Scheiße mitgebracht. Ja, und das ist so nett von dir. Das wird nicht einfach. Das ist schwer. Also man weiß gar nicht. Das ist wieder so ein Video. Du kannst nicht so die wichtigsten Ausschnitte rausholen. Das ist von vorne bis hinten so zum Kotzen. Das muss man sich am Stück und gemeinsam halt abkotzen. Und ich weiß, liebe Zuschauer, es tut mir leid. Das kommt jetzt aber. Ja, das sind irgendwie 9 Minuten 33. Habeck. Ich bin schon gespannt. Nur mal eine kurze Interessefrage. Hast du das jetzt zusammengeschnitten oder Nein, ist das sein Ding das am Stück? Nein, ja? Das ist, ich habe da nichts zusammengeschnitten. Alright. Okay. Also. Die Leute freuen sich schon im Chat. Ja. Die drehen ab. Muss das sein? Dann brauchen wir den Monitor. Alter. Das Video. Oh Gott, bitte nicht. Wir feiern Ostern.
hoffentlich für viele von euch ein paar Tage der Ruhe zum Durchschnaufen und die Dinge sortieren zu können. Boah, ich kann schon, schon dieses euch, der volksnahe Vizekanzler. Ich habe auch wirklich, es wird immer geredet von Hass und Hetze. Ne? Und ich habe, was den Habeck angeht, auch wirklich Hass, also nicht Hetze, aber ich wirklich einen gesunden und auch begründeten Hass auf den Mann. Einen gesunden, guten Hass. Ja, der ist einfach, also wer den nicht hasst, der hat nicht mitgekriegt, was hier gerade um uns passiert. Ja? Das ist wirklich, also er setzt das Merkels Werk setzt er fort, also die Zerstörung Deutschlands. Ja? Mhm. Und zwar nochmal mit, der hat nochmal den Turbo gezündet. Irgendwie, das ist einfach der Wahnsinn, was der diesem Land antut, mit seiner Wirtschafts- und Klimapolitik. Ist unfassbar. Und auch diese Rede, da geht es ja eigentlich nur Krieg! Ja! Krieg! Ja? Es ist eine Kriegsrede. Ich freue mich schon drauf. Danke. Nach christlichem Glauben ist Ostern das Fest der Auferstehung, der Hoffnung. Hoffnung auf Frieden, auf eine erlöste Welt. Ostern 2024 sind wir weit vom Frieden entfernt. Putins Krieg gegen die Ukraine ist der blutigste, den Europa seit 1945... Frohe Ostern, sage ich dann mal, oder? Das war aber schnell. Das ging sehr schnell. Wow. Frohe Ostern. Also, liebe Gemeinde, frohe Ostern, Putins Krieg. Ja. Sich erlebt hat. Jeder Tag ist ein Tag des Sterbens und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, Putins Russen. Putins. Ja, natürlich ist kein Ende in Sicht. Er gehört zu denen, die das um jeden Preis verlängern. Wir erinnern uns noch sehr gut an seine Sprüche. Ja. Ich habe hier so eine Kottüte. Die hilft allein. Die brauche ich auch. Ja, okay, weiter geht's. Russland stellt komplett auf Kriegswirtschaft um und steigert die Waffenproduktion massiv. In Deutschland wurde in den letzten Wochen über die Art und den Umfang unserer Unterstützung für die Ukraine gestritten, teils erbittert und teils auch verletzend. Was soll das? Dieses Weinerliche von dem Kerl. teils erbittert und teils auch verletzend. Teils verletzend. Das müssen wir uns nochmal... Denkst du wirklich, der heult gleich? Teils auch verletzend. Teils auch verletzend. Der macht immer so, zwischen so der knuffige Robert, ja, und der weinende Robi. So ein Lappen, weißt du, wie der, meine Fresse. Ich finde das toll, ich finde das so toll, dass du das Video rausgeholt hast. Ich finde das geil. Das ist geil. Weiter geht's. Ich möchte mit diesem Video zu Ostern versuchen, die Argumente zu sortieren und aus meiner Sicht zu bewerten. Auch, um etwas dazu beizutragen, dass die Demokraten und die demokratischen Parteien Putin nicht den Gefallen tun, ein Bild der Zerstrittenheit abzugeben. Der heult doch gleich, ne? Das macht der ständig. Der steht immer vor der Kamera und du denkst, der flennt gleich. Das ist eine Masche von dem. Ja. Das ist wie diese Eulen, weißt du, die, wenn sie was wollen, anfangen zu flennen, weil sie auf die Tränenbrille drücken. Und das ist auch Habeck, weißt du, der stellt sich da ins Fernsehen und diese ganzen dummen Tussen, ja, oh, das ist ja so süß, der Robert, ja, die fallen auf diesen darf ich nicht sagen. Du bist knallhart, du bist echt knallhart. Aber mega geil. Wir leben in Zeiten, in denen das Undenkbare Wirklichkeit geworden ist. Na, das mit Putins Kriegswirtschaft macht mir Sorgen. Angesichts dieses Ernstes ist es wichtig, Debatten ernsthaft zu führen, einander zuzuhören, Argumente gelten zu lassen. Das heißt doch bei ihm nichts anderes als Wagenburg-Mentalität. Argumente, hör mal. Argumente, was für den Scheiß für die Argumente? Ja. Taurus rein auf Ukraine. Seine Argumente. Seine Argumente. Ja, das ist das, was er möchte. Ist auch interessant. Danke! Mia! Der kriegt das nicht auf die Reihe. Was ist das? 9,33? Da ist ein Schnitt, ne? Zuzuhören, Argumente gelten zu lassen. Ich habe mich früher für die Waffen das, wie ein YouTuber. Der kriegt es nicht auf die Reihe. Ein 9,5-Minuten-Video abzulesen, da ist er mit überfordert. Und den Text hat er selber geschrieben, ganz sicher. An die Ukraine ausgesprochen. Und ich trete auch jetzt dafür ein, dass wir sie weiter mit mehr und mit weiterem militärischen Material unterstützen. Ich werde aber den Abend des 26. Februar 2022 nicht vergessen. Es war kurz nach Kriegsbeginn. Und wir hatten erstmals entschieden, Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet zu erlauben. Echt? Damals schon? Nach einem Tag voller hektischer Telefonate. Also Helme und Schlafsäcke, ne? Mit Magenschmerzen, aber auch damals mit Magenschmerzen. Nach einem Tag hektischer Telefonate. Dann plötzlich ein Moment der Ruhe und ich spürte zwei Dinge gleichzeitig. Er spürte was. Ich war sicher, dass wir eine notwendige, richtige, ja überfällige Entscheidung getroffen haben. Ja, das wissen wir. Das hat er gespürt. Ja, das wissen wir. Ja, ich spüre auch viele Dinge. Ja.
Und ich war voller Gram, weil ich wusste, dass durch diese Entscheidung Menschen sterben würden. Das ist ja interessant. Ich will unterstreichen, Alter, dass ich immer Respekt vor einer Position hatte und bis heute habe, die aus prinzipiellen moralischen Gründen oder religiösen Überzeugungen bei Waffenlieferungen an die Ukraine zu einem anderen Schluss kommt. Das ist die Position deiner Partei auch gewesen. Ja. Zum Wahlkampf. Das war deine eigene Partei. Ja. Ah, das ist aber nett von ihm, dass er. Hat aber Respekt vor. Dass er seine eigenen Parteimitglieder respektiert, ja. Nur ist es ihm im Prinzip egal. Ja. Putin halt. Auch nur zu gut, dass Menschen Angst vor einer Eskalation des Krieges haben. Auch. Oh. Aber das ist. Aber. Ich bin in Sorge. Oh. Nur, welche Haltung und welches Handeln sind notwendig? Da. Er merkst es. Also das Aber vermeidet er. Also er weiß schon, was er tut. Ja, ganz sagt, genau. Aber, sondern nur. Ist schwer. Ja? Es ist schwer, ja, ohne ein Aber. Der weiß, was er tut. Ja. Also der ist wirklich, das ist auch, also, und die Leute fallen auf ihn rein. Ja, ja. Es sind so viele, die auf den reinfallen, auf diesen, darf ich nicht sagen. Ganz aber Vollidiot darf ich sagen. Ganz, ich darf Vollidiot ganz sagen. Ganz blöd ist er nicht. Ja, habe ich nie behauptet, dass er nein, nein, blöd das ist, hast du nicht gesagt. Ein Vollidiot darf ich ja sagen. Ne? Er ist, aber der Begriff ist nicht wirklich passend. Er darf laut Gericht aber Vollidiot genannt werden. Also er ist ja ein Vollidiot, aber eigentlich ist er noch viel mehr als das. Nämlich, um dieser Bedrohungslage letztlich zu begegnen. Mit dieser Frage müssen wir uns erst recht wir in der Regierung fortwährend auseinandersetzen. Genauso wie mit der Frage, wann eine Linie überschritten sein könnte, die Deutschland tatsächlich in den Krieg zieht. Diese Abwägung müssen wir immer wieder leisten. In dieser schweren Zeit, wer wünschte sich... Diese Abwägung müssen wir... Der redet davon, dass wir in den Krieg gezogen werden. Diese Abwägung, so allein, was ist das für ein Hasardeur? Was geht der für ein Risiko ein? Und wofür? Ja, und was macht er da? Überhaupt bewusst, ja. Ja, ihm schon, aber die Zuschauer, weißt du, das gibt ja die Gruppe, an die er sich da wendet, diese ganzen Dullis und Idioten und Schwachmaten vor den Glotzen. Ja, und da ist der Robert, und er hat was gespürt. Er hat was gespürt, ist ja so knuffig. Diese Abwägung machen wir jeden Tag. Aber auch dieses Gesicht, wenn ich das schon sehe. Wie gesagt, ich habe da echt Hass entwickelt. Ne? Ich rufe hier nicht zur Gewalt auf oder so, aber ich habe da schon so meine Fantasien mit extrem harten Gegenständen und kinetischer Energie. Ich finde es hart, ja. Ich spüre das auch. Ja, hast du auch so Impulse, ne? Wenn man den schon sieht, echt. Und allein, dass man auch weiß, der wird davonkommen. Der natürlich, wird eine unglaubliche, zieht wirklich eine Blutspur und auch eine Spur der Armut und Zerstörung hinter sich her. Ja. Und der wird auch damit davonkommen. Ja. Und er wird dann wieder seine Kinderbücher schreiben, ja. Und irgendwann so als Elder Statesman irgendwie im Fernsehen auftreten. Und das ist so ein... Wie Fischer vor ihm. In irgendeinem Think Tank landen, ganz bequem. Dem wird's gut gehen, Vielleicht wird er auch noch, der geht auch auf wie so eine Presswurst. Was auch, genau wie der Fischer. Der wird auch so fett sein, dass er seine Füße nicht mehr sieht. Ja? Sich nicht, dass dieser Krieg, das furchtbare Sterben, einfach aufhören möge. Und nicht jeder, der auf eine gute, stabile Beziehung zu Russland hofft, mal Russisch gelernt hat, den Reichtum der Kultur kennt, ist gleich ein Putin-Versteher oder Diktatorenverehrer. Oh, und wie sehr bewundere ich all die Russinnen und Russen, die für ein freies Russland ihre eigene Freiheit riskieren. Oh, bitte, Herr Robert, das ist wirklich so. Aber man muss es ihm schon lassen. So, also hat er jetzt nicht mit schnellem Faden, mit heißer Nadel gestrickt, die Rede. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Hat er sich drauf also hier mal so ein bisschen, ne? Mal so ein bisschen hier den Leuten auch so ein bisschen Raum geben. Ne? Aber so ein Stück vorlesen ging trotzdem nicht. Ne? Nee, geht hat nicht. Schaff ich nicht. War übermannt von seinen eigenen Gefühlen wahrscheinlich. Ja. Meinst du, zwischendurch hat er mal hin und wieder hat er geweint, oder? Ist er mal kurz ins Bad gegangen, hat schnell mal onaniert und ein bisschen geweint. Kein Verständnis habe ich umgekehrt für jene, die in Putins Staat ein Vorbild für Deutschland sehen. Die Putin bewundern, also die deshalb jenen, Russen, die für ihre Freiheit und ihr Leben... Für die hat er kein Verständnis, der Robert, nein, der für diese kein Russen. Verständnis. Kein Verständnis. Das ist wie mit den Türken, die den Erdogan wählen. Ja? Also ansonsten ist das ja toll, dass ihr hier seid, aber für euch, nee, das geht ja gar nicht. Ne? Also Russen, die diesen Putin, das ist ja wie Türken. Ja, Demokratie ist schon ein schwieriges Konzept. Ja, also wenn die Leute was falsch ist, nee, ist eigentlich wunderbar. Solange du die Grünen wählst, ist alles okay. Eben kämpfen, die eigentliche Schuld am Krieg geben, die vor diesem Hintergrund dann Waffenlieferungen ablehnen. Das ist für mich eine fürchterliche Verkehrung von Opfern und Tätern. Dieser Krieg und alle Toten
auch die russischen Opfer hat allein Putins Regime zu verantworten. Natürlich. Putin, das ist schon jetzt gewiss, wird in die Geschichtsbücher eingehen als ein Diktator, der zehntausende Männer in den Tod geschickt, zehntausende Frauen und Kinder an... Putin wird in die Geschichte eingehen als der Mann, der das am Boden liegende Russland wieder aufgebaut hat und zur Weltmacht geführt hat. Und Putin... Da werden in 300 Jahren, da werden immer noch Statuen an den erinnern. Die Kinder werden wissen, wer das gewesen ist. Der kommt nämlich im Unterricht vor. Und Leute wie Habeck oder auch Leute wie Merkel, ja, oder auch Leute wie Soros und, an die wird sich keiner erinnern. Das, was er da redet, ist, das glaubt er wahrscheinlich sogar selber, aber an ihn wird sich niemand erinnern. Er ist vielleicht als abschreckendes Beispiel, kommt er irgendwo vor, für dieser Abstieg Deutschlands, den wir jetzt gerade erleben, das wird auch gelehrt werden, ja, in verschiedenen Geschichtsbüchern, was passiert ist und dann wird sein Name wird da auch genannt. Danke, Steffi. Aber es wird, man wird sich nicht wirklich an ihn erinnern, ja, außer halt als Vollidioten. Genau das, was du sagst, ja, also hier innerhalb Deutschlands mag Habeck auf jeden Fall den Diskurs mitbestimmen, wie auch immer. Aber weltweit schert sich kein Mensch mehr um die deutsche Stimme, so muss man sagen. Und gerade jetzt in diesem Moment sind Taten halt einfach wichtiger als jede Rhetorik, die da aus Deutschland oder aus Europa kommt. Es schert die Russen halt auch nicht, was sie sagen. Das ist ja alles nur für den heimischen Markt bestimmt, um die Leute bei der Stange zu halten. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, das ist für seine grüne Klientel, diese Ansprache. Ja, das ist für Idioten. Ja, von dem Vollidioten für die Vollidioten. Aber du hast natürlich völlig recht, ja. Also an den Taten werden sich die Staatsmänner dann messen lassen. Und da ist Habeck. Ist auf der Erfolgsspur, der Mann. Auf der Erfolgsspur. Not und Elend gebombt hat. Deutschland unterstützt die Ukraine. Und die allermeisten in diesem Land finden das richtig. Da bin ich mir nicht so sicher. Die allermeisten? Das glaube ich kaum. Also warum wurde denn das verboten, das Z zu zeigen? Ja. Das hat eine ganz bestimmte Bewandtnis. Also es gibt diesen berühmten Spruch, weißt du, damals im alten Rom, der Senator, der vorgeschlagen hat, Leute, wir sollten die Sklaven mit einem Bändchen markieren. Und es hieß, nie, wenn die sehen, wie viele sie sind, dann haben wir ein Problem. Und ähnlich ist das mit dem Z. Wenn die Leute sehen, wie viele sie sind, wenn die Leute jetzt alle, die das scheiße finden, was wir machen, unsere Beteiligung, ja, und die vielleicht nicht diesen Krieg unterstützen, ich unterstütze das ja auch nicht, aber die einfach verstehen, was da gerade so abgeht, ja, und dass dieses Schwarz-Weiß-Gemale, das da passiert, vollkommener Bullshit ist, ja, und die sich in dem, was da gerade geschieht, die auch ein solches Verständnis entwickelt haben, zu sehen, wir sind mehr oder weniger die Aggressoren, ja, der Westen, wir sind die Aggressoren. Klar haben die Russen da in der Ukraine angegriffen, aber das ist eben nicht, wie die das so erzählen, einfach so passiert, ja, und die Leute, die das verstehen, die würden sich womöglich mit diesem Z kenntlich machen, ja, und einfach sagen, nee, ich bin da dagegen, was wir da tun, ich sehe auch die Kriegsgefahr und das könnten so viele werden, dass sie das nicht durchziehen können. Das ist die Wahrheit. Darum wurde dieses Z verboten, nur darum. Die haben Angst gehabt. Im Chat explodiert das Z gerade. Schön, dass ihr alle eingeschlafen seid. Also, lass mich dazu auch nochmal sagen, es geht natürlich auch um die Hygiene des öffentlichen Raumes, ne? Wenn da jetzt jeder anfängt, so sein Z da dran zu schmieren, dann könnten die Leute ja eventuell auf die Idee kommen, es gäbe ja noch mehr von meinesgleichen, ja, der genauso denkt wie ich. Und das ist natürlich ein Problem, das darf es ja nicht geben. Es geht ja nur um die Vortäuschung einer gemachten Öffentlichkeit und einer gemachten öffentlichen Meinung oder veröffentlichten Meinung, wie es ja so schön heißt. Nicht um das, was die Leute denken, genauso wie du natürlich mit dem Verbot der 44, auch alle Nazis, es gibt kein Nazi-Problem mehr in Deutschland, weil du keine 44 mehr auf dein DFB-Shirt drucken kannst. So, das ist die Denke ungefähr, weißt du? Ja. So, also, es gibt auch keine Rassisten mehr, weil das Wort Neger verboten ist. Ja, ne? Ja. Problem gelöst. Mhm. Ja. Waffenverbotszone am Frankfurter Hauptbahnhof. Da fühlen die sich jetzt alle total wohl, die Leute. Ja, total sicher. Endlich. Kann unbeschwert nach Hause fahren. Ja. Ja. Z ist verboten, es gibt keine Russen. Sympathisanten. Na gut, okay, ja. Trotzdem müssen wir uns immer wieder fragen, tun wir das Richtige? Ach, auch so diese rhetorischen Kniffe, ne? Ja, wirklich, als ob, du fragst dich überhaupt nichts. Dahinter steht eine andere Frage, die schonungslos gestellt lautet, warum unterstützen wir eigentlich die Ukraine? Unterstützen wir sie für sich selbst
oder für uns? Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich gespannt. Er erinnert so ein bisschen an Merkel auch. Ja. Weißt du, er redet wie zu Kindern. Der Kinderbuchautor hat den Ton entdeckt. Weißt du noch, Merkel hat ja auch immer, hat so liebe Kinder. Und jetzt gehen wir alle ins Bettchen. Wir decken uns zu. Weißt du, so, die hat ja auch diesen Ton gehabt. Ne? Und durchaus, den ja. Der Gauck hat ja immer so diesen Pfarrer gemacht. Merkel ja auch immer so ein bisschen so die Truller. Ja, ja, auch. Er hat auch seinen eigenen Stil. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was da jetzt für eine neue Message rauskommt. Für wen machen wir das denn alles? Die Antwort ist beides. Oh. Und beides bedingt sich. Die Ukrainer und Ukrainerinnen kämpfen darum, dass ihr Land nicht Putins Land wird. Sie kämpfen dafür, dass sie in Freiheit, in einer Demokratie und in Wohlstand leben können. Dass sie ihre eigenen politischen Entscheidungen treffen können, dass sie Teil der europäischen Familie sind. Auch die Dramatik, die er reinbringt, ne? Das Tempo, wie er es beschleunigt. Mhm. Ne? Und oh. Ja, ist schon dieses toll Recht haben sie sich erstritten, erkämpft. Dieses Recht haben sie, völkerrechtlich und moralisch. Dieses Recht greift Putin an. Wir haben versprochen, die Ukraine bei der Verteidigung all dieser Rechte, all dessen zu unterstützen. So sehr ich verstehe, dass angesichts der hohen Opferzahlen von einem Einfrieren des Krieges gesprochen wird, so sehr blendet diese Position aus, dass nur die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden können, welchen Preis sie zu zahlen bereit sind und zu welchen Bedingungen sie einen Waffenstillstand erreichen oder den Krieg beenden wollen. Ah, ja, ist doch gelogen. Also die Ukrainer, das weiß er ja auch, die haben da überhaupt nichts zu melden. Ja, ja, das ist richtig. Das ja. wird in London und in Washington entschieden, wann jeder, dieser Krieg vorbei ist. Jeder Konflikt der jüngsten Geschichte wurde nicht dort verhandelt oder nicht dort wurden die entsprechenden Entscheidungen getroffen, wo sie stattfanden. Also herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Aber das ist natürlich, das muss man den Leuten erzählen. Was für ein Widerling. Ah, aber es wird auch immer billiger. Oder haben wir das einfach schon so oft, regurgitiert, dass das einfach für uns so total platt ist mittlerweile? Dieser Duktus. Baerbock ist ja noch schlimmer. Sie spricht ja immer nur ihrem Niveau entsprechend von den armen Kindern und Frauen, die überall, die Baerbock immer. Baerbock ist so eine. Ist so sie ist das ein Kind. Sie ist wirklich so ein Kind. Na, sie ist kein Kind. Sie ist einfach. Ja, sie ist. Kind ist falsch. Ist das so eine. so eine Göre. Weißt du? Ja. So ein ja. verwöhnte. Ja. Also, das, ja, dann braucht man eigentlich eine neue Kategorie für die, oder? Für die? Ich meine, weil die ist, also das Problem bei ihr ist ja, sie ist Außenministerin. Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Ich sehe das, ja. Sie ist. Also auch in der Beschreibung der Person, meine ich, da ein Wort zu finden. Verstehst du meinen Punkt? Ja, ja. Ach. Ja. Ach, früher gab es die kindliche Kaiser, gab es den kindlichen Kaiser, die kindliche Kaiserin? Kindliche, so jemand, weißt du, was ich meine? Die Kaiserin war von ja, Michael Ende. Stimmt, das war Michael Ende. Ja, ne? Aber ja, ich ja. weiß so, Kindermonarchen, also Kinderkönige. Ja, die sowas, halt erstmal aufwachsen ne? mussten und ihren Vormund hatten. Die da, ne? so, die da ja. so eingesetzt werden, aber im Prinzip nur da saßen und nichts zu sagen hatten. Und vielleicht mal so einen Vollzugsstrich unter die Gesetze gemacht haben. Bei Baerbock ist das ja eigentlich ganz ähnlich. Die nimmt so. Ja niemand mehr ernst. Also ich meine, man macht sich, die Russen machen sich offen über sie lustig, ja, die Sacharowa. Also ich glaube, die kriegt ja kaum die Zähne auseinander, ohne zu lachen. Ja, über Baerbock. Es ist ja unfassbar. Also wer hat denn wirklich, auch das ist für die Geschichtsbücher, das wird unvergesslich bleiben. Also aus Versehen mal eben den Krieg erklärt. Ja, ja. Also in anderen Zeiten wäre das ein Rücktrittskriterium gewesen. Ja. Innerhalb von Stunden, aber wo sind wir mittlerweile? Wo sind wir? Es sind die ukrainischen Väter, Söhne und Brüder, die an der Front sterben, auch Mütter, Töchter und Schwestern. Ach, und es sind doch. Ihre Familien, die trauern und leiden. Zum anderen wurde schon einmal versucht, den Krieg in der Ukraine einzufrieren mit dem Minsker Abkommen von 2014. Ja, ich weiß, wo sich alle dran gehalten haben. Ja, ja, wo, das berühmte Minsker Abkommen. Sie haben es ja zugegeben mittlerweile. Poroschenko hat es zugegeben, Merkel hat es zugegeben, Hollande hat es zugegeben. Das war eigentlich nur, um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine hochzurüsten. Ja, 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 die Ukraine hat zu keinem Zeitpunkt auch nur vorgehabt, das Minsker Abkommen einzuhalten. Sie hat es die ganze Zeit lang nicht eingehalten. Die haben ununterbrochen, haben die Ostrepubliken beschossen.
Die haben 14.000 Zivilisten getötet in der Zeit. Das weiß der auch alles. Das weiß der. Es ist nicht so, dass er das nicht weiß. Das ist so dreist gelogen. Und die haben offen zugegeben mittlerweile Minsk 1, Minsk 2, Minsk 2, alles. Es ging nur darum, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine hochzurüsten. Für einen Krieg gegen Russland. Dafür haben die erstaunlich wenig geschafft, muss ich sagen. Ich habe letztens eine Analyse gelesen von einem Typen, der jetzt unverdächtig ist, ein Pro-Russe zu sein. Der hat gesagt, also du kannst davon ausgehen, dass vielleicht 5-10% der ukrainischen Armee vielleicht so auf NATO-Standard waren. Also das dauert unheimlich lange, bis man so eine Armee von einem, das Sowjetsystem komplett umgekrempelt hat. Die hatten noch diese ganze alte Sowjetscheiße. Damit sind die rumgefahren. Das hat man ja auch gesehen jetzt in den Anfängen, in den ersten Monaten des Krieges. Das war ja alles von hier wie da, waren ja alles genau die gleichen Fahrzeuge. Seiten, ja. Nur deswegen die Bemalung hat sich ja halt mit geändert. Z markieren, ne? Ja, dass die sich nicht vertun. Nicht selber beballern. Ja. Und also man muss das gar nicht mal so als so effektiv ansehen, diese natürlich trotzdem politischen Skandal. Ja, also dieser ganze Vorgang ist ja klar. Aber letztendlich war diese ganze Waffenhilfe daran, und das haben ja die Amis zumeist übernommen und die Briten vielleicht auch noch ein bisschen, das geht nicht, das ist selbst für die Amis eine Nummer zu hoch. Ne? Also auch die können nicht so ein ganzes Land auf einmal kriegsbereit machen, das geht nicht. Ne? Aber ich sehe also trotzdem weiter, ja. Das hat nicht verhindert, dass Putins Russland die gesamte Ukraine überfällt. Putin will den Krieg. Putin braucht den Krieg. Er treibt ihn voran für einen wahnhaften Neoimperialismus. Ja, ist Quatsch. Ich darf nur Vollidiot sein. Dass er das wirklich selber, das glaubt er nicht. Dass er weiß genau, das muss ich jetzt sagen. Jetzt geht's schön weiter. Und weil er Angst vor einer freien, demokratischen, erfolgreichen Ukraine hat, ja, die dann ein Vorbild für Russland ist. Natürlich. Das ist so dieses George W. Bush, they hate our freedom. Warum haben sie uns angehört? They hate our freedom. So ein Schwachsinn, ja. Also das macht er für die Grünen Wähler. Das sind Schwachköpfe. Ne? Die Grünen Wähler sind Vollidioten. Er ist Vollidiot und er spricht zu seinen Vollidioten. Ja, es ist. Und deshalb der zweite Punkt. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit auch für uns. Ja, klar. Denn Putin bekämpft diese Freiheit. Das ist aber der neue Talking Point. Das hat Borrell auch gesagt vor 2 Wochen, ja. Also, dass wir lieben die Ukrainer nicht an sich, sondern weil sie eben auch uns beschützen. So, natürlich. Mit anderen Worten, ja, als Rambock und Puppet der westlichen Lebensweise. Aber das hat Borrell auch gesagt. Ich glaube, das ist auch jetzt so die neue, wo wir jetzt gerade so ein bisschen so in die harte Kriegszeit eintreten. Das neue Narrativ. Dass sie auch uns verteidigen. Unsere Freiheit. Unsere Demokratie, unsere Werte. Dieser ganze Schwachsinn, der dann immer erzählt wird. Ja. Klar, ist jetzt auch, ne? Aber diese Trommel, auf die wird jetzt noch ein bisschen härter reingedroschen, finde ich zumindest, weil diese Zentrierung auf uns, auf den Westen, auf Europa von mir aus, die wird jetzt immer offensichtlicher, je stärker die Ukraine dabei ist, diesen Konflikt tatsächlich zu verlieren, oder je augenscheinlicher es wird, sie verliert ihn schon die ganze Zeit, aber je augenscheinlicher es wird, dass Europa irgendwann eingreifen muss, irgendwie, desto mehr wird auf diese Trommel gehauen, dass also jetzt dass unsere Freiheit verteidigt wird. Ja, bitte, wo denn? Uns geht's, also entschuldige mal bitte, doof, dass wir das sagen, uns geht's prima. Das ist kein Konflikt, den wir mit den Russen haben sollen. Robert arbeitet daran. Ja. Als die Demokratiebewegung in Belarus um die Wahl 2020 herum erstarkte, machte er das Land endgültig zum Vasallen. Den ukrainischen Weg zu einem gefestigten, demokratischen Rechtsstaat als Teil Europas 2013-14 beantwortete er mit einem ersten Krieg gegen die Ukraine. Den Euromaidan, meint er, ja? Diese demokratische Bewegung. Er hatte Belarus, hat er jetzt. Belarus, das war 2020, aber dann kam er auf 13-14. Das war ja... Putin... Da sollten wir uns nichts vormachen, will die Einigung und Einheit Europas zerstören. Er will die Friedensordnung zunichte machen und die Welt in Unordnung stürzen. Es ist genau andersrum. Europa, wer stürzt denn die Welt in Unordnung? Europa als Rambock soll Russland mindestens aufhalten. Im besten Fall haben sie ja doch damit gerechnet, dass mit dem Ukraine-Krieg so eine Art Maidan-Bewegung in Russland losgeht, damit der Typ endlich weg ist vom Fenster. Aber das hat nicht geklappt. Sie wollten das Land wirtschaftlich ruinieren. Ja. Der französische
nicht, der französische Finanzminister hat gesagt, wir sind in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Von der Leyen hat gesagt, the Russian economy is in tatters. Nichts, nichts ist passiert, nichts ist passiert. Baerbock hat gesagt, das wird Russland ruinieren. Das wird Russland, Moment, ruinieren. Uri hat wahrscheinlich, das wird Russland urinieren. Urinieren. Okay, und weiter geht's. Putin finanziert Antidemokraten und Faschisten. Au. Er nutzt die Waffen der Wer finanziert Antidemokraten und Faschisten? Wer? Wer finanziert Antidemokraten und Faschisten? Wer finanziert Leute mit Hakenkreuzen, mit SS-Runen? Wer finanziert Beste. Diese Leute? Au. Wer gibt ihnen also. Waffen? Oh, also. Hybriden Kriegsführung. Er betreibt einen Desinformationskrieg um unsere. Na, haben wir ja Desinformation, haben wir gerade drüber geredet. Ja, ne? Ja, Desinformation. Die Wahrheit ist halt auch Desinformation. Dieses RT, das musste verschwinden. Ne? Dieses Lügenmaul. Du bist ein cooler Typ, ey. Gesellschaft zu spalten. Er schürt Angst, provoziert und lügt, droht und destabilisiert. Ja, jetzt wird das nennt man Projektion. Komplett. Das nennt ja, man Projektion. Ja, ja. Ja. Jetzt wird es einfach nur komplett erzählt von Europa. Wie jetzt in Moldau. Nach dem gleichen Muster, das er bei der Ukraine angewandt hat, man müsse die Ukraine von den Nazis befreien. Das ist die Lüge, die er in die Köpfe presst. Unsere europäischen Freunde, Finnland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, sie alle sind in großer Sorge. Wenn Putin mit seinem Krieg in der Ukraine Erfolg hat, wird er weitermachen. Deshalb. Ah, ja, die NATO-Staaten ja. Ja, und auch die neuen NATO-Staaten mit ihren wirklich pro-westlichen Marionettchen, ja, klar sind die in großer Sorge. Die haben auch so im Land, also das ist schon sehr, ich bin ja jetzt kein Fachmann für, aber gerade auch im Baltikum, ich meine, die hatten ja eigentlich einen großen Anteil auch russischsprachiger Leute und russische Bevölkerung, also was da, ja, klar, immer noch. Was da für einen Rassismus teilweise, was da herrscht, so kann man sich hier eigentlich kaum vorstellen. Man kriegt so hin und wieder die Geschichten mit, ja. Von den alljährlichen Umzügen alter SS-Veteranen. Im Baltikum richtig, richtig übel. Ach, meine das Güte. Sind aber, das sind die Guten. Das sind natürlich ist wie die in Guten. Der, wie in der Ukraine. Aber natürlich müssen sie sich, weil die sind doch irrelevant. Das sind doch Fliegengewichtler. Wer ist in Estland oder Lettland oder Litauen? Hey, bitte nicht ans Telefon gehen, wenn du dann. Wir sind wieder da. Gabba Gandalf! Ja, da hat uns der Verfassungsschutz kurz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, der Robert hat gerade angerufen. Mensch, Robert. Haldi! Mensch, Haldi! Hast du gesehen? Mach mal was! Sagen. Mach mal was! Ja. Wir gucken einfach mal weiter. Ne? Mann, da haben wir aber Glück gehabt, dass uns die Zuschauer nicht. Ja, bitte. Deshalb ist es auch für unsere Sicherheit und den Frieden in Europa wichtig, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigt und wir ihr dabei helfen. Mhm. Alle Mitglieder der Regierung haben in ihrem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Auch ich. Das sind keine leeren Worte. Das fällt ihm jetzt ein. Ist unfassbar, mit welcher Dreistigkeit er sich hinstellt. Unfassbar. Wie viel Schaden kann ein einzelner Vollidiot anrichten? Das sagt er, ne? Guck also mal, er ist ja noch nicht fertig mit seinem Zerstörungswerk. Er ist unfassbar. Jetzt hat er gerade ja auch wieder jede Menge sondern Kohlekraftwerke abgeschaltet. Ja. Ne? Wahnsinn, der Typ ist ein solcher Zerstörer, dass der jemand eine kommt Sache. Und Merkel übertrifft im Zerstörungswerk. Ja. Und zwar so komprimiert, wie er das macht. Richtig gut. Richtig gut. Eine Sache wollte ich noch sagen. Also ich finde diese geistige Dehnbarkeit immer ganz erstaunlich. Also auf der einen Seite, wenn die Ukraine in der NATO ist, oder in die NATO aufgenommen wäre,
dann würde Putin sie nicht weiter angreifen, haben die ja immer behauptet. Andererseits, wenn er erstmal die Ukraine hat, dann würde er einfach weitere NATO-Länder angreifen, weißt du? Ja, klar, auch das Baltikum und Polen, dann würde einfach die NATO... Ich glaube da auch nicht dran, wobei andererseits, ich habe auch nicht gedacht, dass er die Ukraine angreift. Und mal ganz Ukraine ehrlich, ist auch nicht die NATO, also, ne? Das ist ja der Unterschied. Putin gewinnt und tatsächlich, also Tatsache ist, wenn der, also die Ukraine da erstmal, also wenn die Armee dann weg ist, ja, und er ist ja auch wirklich nur mit wenigen Prozent seiner tatsächlichen Schlagkraft unterwegs, ja, also Putin könnte, wenn er wollte, auch weitermachen. Er könnte sich das Baltikum holen, wenn er will, dann kann er das tun. Und ich sag dir was, die NATO wird ihn dabei nicht aufhalten. Das ist Geschwafel. Du glaubst doch nicht, dass die Amerikaner kommen, um Estland zu verteidigen. Natürlich nicht. Die werden dann schauen, dass sie irgendwie Waffenlieferungen und Geld und die werden unterstützen. Aber die Amerikaner kommen nicht selber. Die Amerikaner werden ihre Flugzeuge nicht abschießen lassen. Die Amerikaner werden ihre Flugzeugträger nicht vor irgendwelche Küsten schicken, wo sie erreicht werden können von russischen Raketen. Das werden die nicht tun. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin mir da absolut sicher. Die Amerikaner werden erst dann selber eingreifen, wenn es für sie sicher ist, wenn sie diesen Krieg gewinnen können. Solange das irgendwie auf der Kippe ist, solange die Amerikaner Gefahr laufen, ihre Flotte zu verlieren, ja, durch irgendwelche Kindschall-, Hyperschallraketen oder sonst was, solange werden die da auch nichts machen. Natürlich nicht. Du glaubst doch nicht, dass die Amerikaner Estland verteidigen. Weiß ich nicht. Bin ich mir ehrlich gesagt... Bin ich mir sicher. Ist okay. Habe ich eine andere Meinung? Ist okay. Also wie gesagt, ne? Kannst du, also total gerne. Finde ich auch gut. Das sind unterschiedliche Ansichten. Habe ich wirklich eine andere Ansicht, ne? Aber ganz schön ist trotzdem auch hier der Kommentar, wo er das gesagt, ja. Er philosophiert über Schaden vom Volk abwenden. Kannst du dir nicht ausdenken. Ganz richtig. Ja. Lieber GP66ification. Sie nehmen einen in die Pflicht und sie sagen in dieser Debatte dreierlei. Erstens, Angst ist kein Letztgrund für eine Entscheidung. Zweitens, Wagemut auch nicht. Und drittens, so sehr uns Ehre und Moral bindet, wir unterstützen die Ukraine nicht allein aus Solidarität oder Mitgefühl, sondern im Interesse Deutschlands und Europas. Ja. Das hat Borrell gesagt. Ja. Aber die Ehre. Nein, der redet, der sehnt sich eigentlich, seit er denken kann, ja, es ist so ein Russenhasser. Ich erinnere nur gern daran, das war ja 2016 seine Rede auf dem Parteitag, wo er dann auch gewählt wurde zum Spitzenkandidaten, ja, oder neben der oder zum Vorsitzenden, ich weiß gar nicht, zu was er damals gewählt wurde. Sein Programm war ja auch wirklich eine einzige Russenhassrede. Ehrlich jetzt, ja? Ja, ja. Putin da, Nord Stream, nein, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ja, great, Hatten wir hier sogar mal im Podcast. Also damals schon, ja. Das ist so sein, ja, das ist der Kern seiner Politik, ja. Dieses, also ist halt ein Transatlantiker, nicht so offensichtlich wie die anderen. So ein grüner Transatlantiker. Ja. Ja. Und natürlich, klar, dann ist Gas, Erdgas natürlich auch ein Dorn im Auge. Ja, und dann kommt Klima. Ja. Da habe ich heute auch noch was dazu. Ne? Die bittere Antwort ist, es wird vermutlich kein rasches, gutes Ende geben. Auch wenn wir uns anderes wünschen. Oh, das ist ganz schlecht. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen. Schlecht. Alles andere wäre naiv. Deshalb sind wir gut beraten, mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. Jetzt kommt die Volkspalastrede. Wir, Deutschland, die Europäische Union, wir müssen uns schützen, rundum. Auch vor militärischen Angriffen. Wie schützt man sich? Wie schützt man sich? Als Kriegstreiber. Ich meine, wir treiben diesen Krieg seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Rede raussuche von Putin im Bundestag und nochmal so dagegen halte, wie er vor 20 Jahren da stand und wirklich sich offenbart hat. Lasst uns zusammenarbeiten. Ja, lasst uns wirtschaftlich zusammenarbeiten. Lasst uns ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Ja, wir leben hier auf einem Kontinent. Ja, lasst uns einen Wirtschaftsraum von Lissabon nach Vladivostok und was nicht alles. Und gerade auch die Grünen. Absolut feindlich. Damals war noch unter Fischer. Und nichts war, ja. Nichts. Also er ist mit allem seitdem nur abgeblitzt. Die haben den nur bekämpft, wo sie konnten. Ja, natürlich. Natürlich. Sie also, haben diese Situation herbeigeführt. Also es gab zwar auch die Einladung oder die Überlegung, Russland in die NATO aufzunehmen, aber Die Russen haben selber gesagt, würden sie mal, aber natürlich nicht. Nein, aber das kam auch irgendwo aus Washington, meine ich, gelesen zu haben. Da sind die Russen dann auch mal rüber oder der Botschafter und dann fragte er, wie sieht's denn aus? Und dann sagte der, da hat der Amerikaner
amerikanische, das Gegenüber auch nur gelacht, sondern das war so ein Quatsch. Ihr seid der Feind. Was für ein Quatsch, natürlich. Du bist in die NATO, du bist mein Feind. Das du bist da, auch, du, die NATO ist da, um das dich zu bekriegen. Auch, das wäre auch niemals gut gegangen. Also die NATO verträgt nur einen Hegemon und das ist die USA. Ja, also ja. So zwei ja, Schwergewichte ja. Wie USA und Russland in einem verteilt, das wäre niemals ja, zu der gut Zeit gegangen. Waren sie ja gar nicht niemals. So das Schwergewicht. Gar nicht, ja. aber immer noch viel größer, also das wäre alles nicht gegangen. Das wäre alles nicht gegangen, also muss man selbst als großer Russensympathisant muss man sagen, das ist eine Schnapsidee. Russland in die NATO ist Quatsch gewesen. Nichtsdestotrotz, also ja klar, NATO musste sich nach dem Fall des Ostblocks, mussten die sich einfach ein neues Ziel suchen. Und das ging recht schnell. Ja, es ist ziemlich das gleiche ja. Ziel geblieben. Ne? Ja. Also ja. Moskau halt. Ja. Die Moskau. Zwischendurch mal ein bisschen was anderes, ein bisschen Jugoslawien, kommen wir übrigens bisschen noch drauf. Terrorismus, ja. Bisschen War on Terror. Ja. Wie man immer so schön sagt. Saddam muss weg. Ja, ein bisschen im Nahen Osten rum. Aber Osama gut. muss weg. Osama. Assad muss weg. Klingt alles ähnlich. Gaddafi muss weg. Klingt alles ähnlich. Ja, die waren immer böse. Die waren unfassbar böse. Waren so böse. Es waren alles mal gute Freunde. Aber dann waren die geopolitisch. Also irgendwie, es ging nicht mehr. Ne? Was ist schlimmer, als die USA zu Feinden zu haben? Tja. Schutzfähigkeit ist das Gebot dieser Zeit und die politische Aufgabe. Schutzfähig werden, damit wir nicht... Ja, ja. Schutzfähig hört sich einfach viel besser an als kriegstüchtig. Ja. Ne? Hat er ja, gut gemacht, der Robert. Ja, gut gemacht. Der Kinderbuchautor. Also das kann er. Ne? Naja, die Worte. Ne? Ja, das mit ja, das macht mir größte Sorgen. Statt aber, weißt du, und schutzfähig, statt kriegstüchtig. Kriegstüchtig. Also die ganze Rede. Da muss der Pistorius noch ein bisschen was lernen. Ja, der Pistorius ist Verteidigungsminister. Der ist ja, der darf sowas ja, sagen. Ja, da muss schon ein Robert, so knallig. Ja. Ne? Robert nicht. Nein, Robert ist der Schöngeist. Ja, der ist schutzfähig. Ja, und er redet ja auch für die, ja, für, also die glauben das ja. Das ist ja seine Klientel. Die Rezipienten dieses Schwachsinns sind ja von dem Schwachsinn überzeugt. Ich bin auch überzeugt. Nicht erpressbar sind, damit Putin es nicht wagt, uns anzugreifen. Wir müssen unsere militärischen Fähigkeiten deutlich stärken im Bündnis der EU und der NATO. Das ist eine Zumutung, ich weiß das, aber eine notwendige. Noch so eine Zumutung. Gemeinsam ist Europa ökonomisch wie militärisch stärker als Putin. Wir müssen aber unsere Kräfte bündeln und ausbauen. Ah, die Kräfte bündeln, das kennen wir irgendwo her, oder? Kräfte bündeln, könnte man auch sagen, ist die so eine der Definitionen des Faschismus. Aber okay, lassen wir ja, das mal. Das hat er jetzt nicht unbedingt gemeint. Ostern 2024 und die österliche Hoffnung auf Frieden, auf eine erlöste Welt. Ein ewiger Frieden ist eine regulative Idee, notwendig, als eben jene Hoffnung, aber so schwer zu erreichen. Das geht so ans Herz. Aber einen echten Frieden. Auf ihn können wir hinarbeiten. Und ein echter Frieden ist ein Frieden in Freiheit. Das bedeutet, dass es Zeiten geben kann, wo ein Nichthandeln die Bedrohung des Friedens erhöht. Und Handeln nötig ist, um Frieden in Freiheit zu schützen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da ist aber nochmal in ein richtig Robert. Hohes Fach aufgestiegen. Meine Güte. Ist das nicht was fürs Herz? Das ist ja schon was für die Paulskirche, oder? Haben wir vielleicht, ja. Oder für die Dinge, den Frauendom. So Hintergrundmusik hätte man da eigentlich jetzt noch bisschen, machen können. Bisschen, so, ja. Dann noch die ukrainische Tänzerin, die vorne so ein bisschen abspastet und dann eher Freiheit in Frieden. Die Entscheidungen dafür sind nie leichte Entscheidungen und nie leichtherzig zu treffende. Und sie müssen sich daran messen lassen, ob sie einem Frieden in Freiheit dienen. Denn den Frieden eines freien Europas Frieden? Und einer freien Republik zu schützen, das ist das Ziel der Politik. Frieden bedeutet Arbeit. Frieden ist eine Aufgabe, die Diplomatie und Aussöhnung einschließt, aber Naivität ausschließt. Handeln wir in diesem Sinne, werden wir schutzfähig. Schutzfähig. Ihnen und euch gute Ostertage und uns allen die Kraft, in Freiheit zusammenzustehen. Naja. Kriegen wir bitte Video Goebbels 3? Naja. Goebbels 3, bitte. Was haben wir nicht? Haben wir nicht. Wollt ihr den totalen Krieg? Die
waren ja so primitiv damals. Ja? Der Robert, der kann das viel besser. Rumschreien ja. ist sowas von 1944. Ja, das ist, also schau dir den Robert ganz an. Ganz bedächtig, einfach, ja. ganz säuselnd. Und weinerlich auch, weißt du, so, ja. und auch gefühlig. Ne? Er hat was gespürt, er hat es auch gespürt. Ich habe gespürt, wir müssen schutzfähig werden. Ja. Wir müssen schutzfähig wollt werden. Wollt ihr die totale Schutzfähigkeit? Ja, wir hatten letztens so einen Gast hier, Heiko Schöning, da haben wir uns ein bisschen unterhalten und da kam ein ganz interessantes Thema, das war 43, entschuldige bitte, ja, Entschuldigung, ihr Nazis, kein Wunder, das wisst ihr wieder, ne? Hat sich ein ganz interessantes Gespräch entsponnen, und zwar darum, wie die jeweilige Regierung immer ihre Werte verraten hat. Schröder und die Grünen haben den Sozialstaat verraten ja. und das Friedensgebot. Dann kam Merkel. Merkel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Merkel hat alles verraten. Alles, wofür die CDU und für das Konservative die CDU steht, wofür ihr Lager ja, steht. Ja. Jetzt sind wieder die Grünen dran. Und die Sozialdemokraten auch, jetzt verraten sie wieder ihre eigene Klientel. Ja, es geht immer so weiter. Was meinst du, was passiert? Jetzt die provokante Frage, sollte wirklich mal die AfD an der Macht sein? Ja, dann werden wir zu einem gewaltigen Transenstaat hier. Vielleicht auch nur als Juniorpartner. Total, total irres Gespinne. Als Juniorpartner für die CDU. Was dann? Fand ich ganz interessant. Europäische Armee. Also ich halte es für, also auf absehbare Zeit, also nicht die März-CDU, also auf absehbare Zeit halte ich das für ausgeschlossen. Diese Brandmauer, die wird fallen, aber die, also bevor da was passiert, also Weide könnte ich mir noch vorstellen, dass sie dann immer noch da ist. Hm. Aber die derzeitige CDU, die ist ja auch so durchsetzt von den Merkelisten. Immer noch, ja, ja. Da war jetzt kurz, also da hat man gedacht, okay, die Werteunion, wer weiß, vielleicht bricht die Union ein bisschen auf. Jetzt hat die CSU auch noch das Problem mit dieser Wahlrechtsreform, dass sie womöglich Probleme hat, überhaupt reinzukommen. Ja. Mhm. Also da gab es schon so ein paar Dinge, wenn man sich das mal angeschaut hat. Wer weiß, was für neue Konstellationen es dann in naher Zukunft gibt. Aber also das Beste wäre natürlich, aus der Sicht eines Katastrophisten wäre CDU und Grün. Also so, die können so viele Leute wirklich verarschen. Das wäre das Allerbeste. Naja, das ist ja auch das Allerbeste. Der Merz liebäugelt ja auch in der Richtung. Ja, ne? Ja, 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 ja. Urbi et Gorbi, okay. Das war, meine Güte, das war ein harter Ritt. Das ist ziemlich widerlich, ziemlich widerlich. Ziemlich widerlich. Wir haben den Äquator verpasst. Leider, aber trotzdem nochmal. Bitte, please, like, subscribe our lovely channel. Infrarotmedien.de ist unsere Webseite. Wir haben eine Webseite. Bitte, kommt die auch toll. Besuchen. Kommt die besuchen und als Fallback-Lösung. Abonnenten, wir brauchen Abonnenten. Leute, wenn ihr das guckt und noch keine Abos abgeschlossen habt, macht es. Macht es auf Telegram, macht es bitte irgendwie auch auf YouTube, macht es. Wo sind wir? Auf TikTok sind wir jetzt auch. Wir sind auch auf Twitter und also, wo sind wir denn eigentlich überall? Auf Insta sind wir, glaube ich, noch nicht. Abonniert uns einfach. Abonniert uns und dann wird alles gut. Sonst nicht. Und Question and Answers ist jetzt wieder geöffnet in den Kommentaren. Bitte eure unpassenden Fragen daran. Wir beantworten alles. Fragt sich nur wann. Und ob. So, Symptome von Havanna-Syndrom aufgetaucht bei NATO-Gipfel. Das Havanna-Syndrom ist ganz schwer. Was ist los? Was hat da gerade neben uns her? Bei einem hochrangigen Beamten des US-Verteidigungsministeriums sind beim NATO-Gipfel im litauischen Vilnius im vergangenen Jahr Symptome aufgetreten, die denen des sogenannten Havanna-Syndroms ähneln. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ne? Es gibt da eine amerikanische Botschaft auf Kuba und die haben sich beschwert über Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel, Übelkeit. Wanderhoden. Ja. Hämorrhoiden, Flechten. Ja. Schuppenflechte, genau. Es soll auch sehr schmerzhaft sein, habe ich gehört. Ja. Also ganz viele US-Diplomaten haben und ihre Angehörigen haben darüber beklagt. Also nicht nur die dort in der Botschaft gearbeitet haben, sondern die auch irgendwo anders gewohnt haben. Also das muss ganz, ganz schwer sein. Ja. Und jetzt sagt der Spiegel zusammen mit dem Flaggschiff des
Nachrichtenjournalismus, 60 Minutes und The Insider. Laut einer Recherche, es könnten doch die Russen gewesen sein. Überraschung. Ach, jetzt doch es die Russen. Doch die Russen. Ich dachte, da war doch längst Entwarnung, dass das Blödsinn war. Na, jetzt doch wieder. Ach, Mensch, jetzt doch wieder. Was ist denn das schon wieder ausgegraben? Doch. The Insider war ja auch mal das Flaggschiff des unabhängigen Journalismus, gegründet von Glenn Greenwald. Ist jetzt aber eigentlich nur so eine Sock-Puppet des Deep State. Der hat sich ja damals irgendwann die haben der ja, sogar ich, rausgeworfen. Rausgeworfen. Ja. Oder diese haben sich auf jeden Fall im Unguten getrennt, weil er seine Artikel gar nicht mehr durchbekam. Die haben da wirklich eine feindliche Übernahme gemacht und jetzt ist der Insider. Kannst du knicken. Kannst du gleich New York Times lesen. So, jetzt kommt's aber. I shit you not, im Spiegelartikel, der Kronzeuge für diese Geschichte, und das sagen die auch, CIA-Agent Mark Polymeropoulos. Die haben für die Geschichte, also dieses Havanna-Syndrom, dass es auf die Russen zurückgeht, fragen die einen CIA-Agenten. I shit you not, das ist Qualitätsjournalismus. Eine vertrauenswürdige Quelle. Der Spiegel. Also, der Geheimdienstagent würde doch nicht lügen. Der würde doch nicht, hallo? Also, und jetzt lese ich dir mal einen Absatz vor in diesem, der ist auch das ist doch auch mittlerweile der Standard in diesen ganzen Westmedien. Der New York Times der Spiegel ist die neue New York Times Deutschlands. Jetzt kommt's. Dramatische Musik hätte ich gerne, haben wir aber nicht. Ich versuche mal ein bisschen Drama reinzubringen. Polymeropoulos könnte viele Geschichten erzählen, wenn er dürfte. Im Auftrag der US-Regierung jagte er die Männer von Al-Qaida und den inneren Zirkel von Saddam Hussein. Seine Mission in Afghanistan beschrieb der ehemalige Agent mit den Worten Find, fix and finish. Finden, festsetzen und töten. Und dennoch hat nichts das Leben von Mark Polymeropoulos so sehr verändert wie jene Tage in Moskau, die eigentlich eine Routinemission werden sollten. Oh, es ist fantastisch. CIA als Quelle für einen Artikel, der die Russen beschuldigt. Also. Ja, und sie haben ihn ja eigentlich erstmal als Killer auch dargestellt, ne? Das ist aber ein Killer für das Gute. Ja, finish. Er hat die rechte Hand von Osama Bin Laden getötet, aber diesen Russenangriff, das war zu viel für ihn. Jetzt breitet er seine Story. Jetzt ist er total fertig, ja. Und ich glaube, er hat auch Long Covid. Ich habe auch Long Spiegel, meine lieben Damen und Herren. Eine wunderbare Geschichte. Also falls ihr demnächst über Ohrensausen, Kopfschmerzen, Dummheit klagt, vielleicht schiebt auch beim Spiegel einfach auf die Russen. Ja. So, hast du noch ein Thema? Oder soll ich? Was war's da schon wieder bei dir? Nee, das war jetzt ein kurzes Intermezzo. Okay. Ich habe hier ein hast längeres. Hast du was Kurzes? Was Kurzes? Habe ich was Kurzes? Ja, die Brandmauer. Ich habe die Brandmauer. Na gut. Also. Wir alle kennen die Brandmauer, ja. Also die Brandmauer steht, ne? Seit Merkel steht die Brandmauer. Also seit Merkel, wie wir es gerade festgestellt haben, ja eigentlich alle konservativen Werte der CDU eingestampft hat. Ja, und auch, ja, da ist mit der Schere rumgegangen, ja, und alle kastriert, die irgendwie noch die Zähne auseinandergekriegt haben. Seitdem steht ja die Brandmauer. Das heißt, die Brandmauer ist dafür da, die Politik Merkels nach hinten raus abzusichern. Ja? Also sobald da irgendwie was entsteht, irgendeine Partei oder irgendeine Gruppe oder sonst was, die meint, diesen Merkelismus rückgängig zu machen oder anzugreifen oder überhaupt nur in Frage zu stellen, da steht die Brandmauer. Mm, und die AfD hat ja im Grunde genommen CDU-Positionen übernommen. Das, was früher mal die CDU war, das ist heute die AfD. Mm. Kurioserweise hat damals niemand Nazi zur AfD gesagt und Merkel hat damals, mein Gott, hat die Sprüche abgelassen, was Multikulti angeht. Gescheitert! Ja, Integration. Die war also die wirklich schlimmer als heute die AfD-Leute, aber deutlich schlimmer. Was die da alles von sich gegeben hat, die war richtig, richtig krass. Na, die hat ja auch in der Bütt gestanden, da im Bundestag und dieses ganze Zeug abgelassen. Ja. Gut, seitdem ist die Brandmauer da, aber die Brandmauer bröckelt. Ausgerechnet in einem Ort oder im Kreis, heißt Völklingen. Oh, das klingt schon schlimm. Ganz bedenklich. Zwei Lokalpolitiker der Grünen treten zurück. Also nicht zurück, aber zukünftig werden sie für die AfD antreten. Lokalpolitiker der Grünen treten zukünftig. Was? Die AfD an. Ja. Was? Und zwar, einer von denen heißt Dr. Gerald Fischer, Mitglied der Grünen-Fraktion im Völklinger Stadtrat. Okay, der könnte schlau sein. Und er begründet seine Entscheidung mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Ah, ist so ein Fundi. Ein grüner alter Natur, möchte man sagen. So was gibt's noch? Ja. So ein Ding. Ja, seltenheitswert. Die AfD sei die einzige Partei, die sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausspreche, so Fischer.
Trotz des Parteiwechsels setzt er sich weiterhin gegen Hass und Hetze ein. Themen wie Ökologie, Gewaltfreiheit und Basisdemokratie stünden auch nach einem Parteiwechsel im Zentrum seiner Politik. Bei seinem Parteiwechsel gehe es ausschließlich um eine lokalpolitische Entscheidung. Die Bundes-AfD unterstützt er nicht. Ja, aber immerhin, das sind zwei, die treten zwei, von den Grünen über zur AfD. Also schon. Das ist schlecht. Ich glaube, also jetzt haben die Grünen aber auch keine Mehrheit mehr, ne? Oder wie war das? Ich glaube, die haben da die haben das aufgelöst. Ach, haben die sogar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Kreisebene sind der heißt. Auflösung zuvor gekommen und haben sich selber. Sie haben ihn auch aufgefordert, mehr oder weniger sein Amt niederzulegen, aber das macht er nicht. Ja, und erst bei der nächsten Wahl tritt er dann an für die AfD. Ist ja klar. Mit seinem Kollegen. Und in Dresden auch was Interessantes. Die CDU stimmt für AfD-Antrag zur Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge oder Migranten. Das ist ein Antrag von der AfD gewesen. Und insgesamt stimmten CDU, FDP, Freie Wähler und AfD für den Antrag. Oh. Mit 33 zu 32 Stimmen angenommen. Oh. Das ist dann wieder so ein, Merkel würde sagen, diese Entscheidung muss rückgängig gemacht werden. Ja. Das ist ein schwerer Fehler. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was sie damals gesagt hat in Südafrika. Ist unverzeihlich. Unverzeihlich. Die Ergebnis muss rückgängig oder sowas. Hammermäßig. Ja, die Brandmauer bröckelt. Das ist ja auch nur die Realität. Ja. Also auf dieser niedrigen Ebene sowieso schon länger. Mhm. Sagen ja viele. Hier, der Hünig, den hatten wir jetzt auch schon zweimal. Ja. Und demnächst werden wir ihn wieder mal haben zum Untersuchungsausschuss Corona. Super. Und der ist von der Linkspartei zur AfD gewechselt. Der war ursprünglich in der Linkspartei. Hat er gesagt, ja. Ich erinnere mich. Ja. Und da hat er irgendwie auch nichts mehr gesehen, was irgendwie mit den Menschen oder so zu tun hat, ja. Und ist dann zur AfD. Ne? Ja, das soll aber auch im Osten ein bisschen schlimmer sein. Also auch diese intellektuelle Gentrifizierung der Linken. Dieser Lifestyle. Es kann unmöglich schlimmer sein als hier in Berlin. Hast du kürzlich diese Tusse da mit den PenisträgerInnen in diesem Glitzerteil, was sie da anhatte? Das ist ohne Gleichen. Das ist wirklich ohne Gleichen. Fassungslöser. Das ist gut. So, ich will noch ein Referat loswerden. Dann machen wir. Meine lieben Damen und Herren, Jugoslawien. Heute vor einer Woche jährte sich zum 25. Mal die völkerrechtswidrige Bombardierung Serbiens durch die NATO. Das waren schöne Zeiten. Ja, damals wir uns war die Welt noch in Ordnung. Damals wussten wir noch, auf welcher Seite wir stehen. Ja. Endlich kriegen es diese asozialen Serben also richtig auf die Fresse. Ja, und das ist für uns natürlich ein Anlass, diese ganze Geschichte nochmal ein klein bisschen aufzurollen und uns mal vertraut zu machen in den damaligen Ereignissen und wie es dazu kommen konnte. Und Helden. Haben wir auch Helden? Helden haben wir eine Menge. Ja, wir haben Bösewichte, Schurken, eine Menge. Und wie kam es zu, man muss es so sagen, wie kam es zur Zerstörung Jugoslawiens? Und auch da treffen wir ganz zu Anfang alte Bekannte wieder, nämlich die Stiftung National Endowment for Democracy. Man mag es kaum glauben, aber die hat es schon damals gegeben. Aber das sind doch die Guten. Ja, natürlich, ich sage ja auch die ganze Zeit, das sind die Guten. Ja. Und der Mitgründer Alan Weinstein hat gegenüber der Washington Post 1991 gesagt, die Washington Post war mal eine durchaus ernstzunehmende Zeitschrift. Genau wie die New York Times, ne? Ja, früher. Ja. Also auf jeden Fall vieles, was das NED, also ne, heute tut, hat vor 25 Jahren im Geheimen der CIA getan. So viel erstmal zum Einstieg. Also wir wissen es alle, NED finanziert Gruppen, die USA-freundliche Politik in bestimmten Ländern durchsetzen müssen, die jetzt noch nicht unbedingt USA-freundlich sind. Das Ziel war es, Jugoslawien von einem Staat, der den Zusammenbruch des Ostblocks relativ gut verkraftet hat, aber leider zu unabhängig war, zu einer Reihe kleinerer USA-freundlicher Staaten zu machen. Die Jugoslawien waren immer irgendwie so dazwischen. Ich weiß nicht, ob du dich so dran erinnern kannst, aber wir haben damals auch mal schon ein bisschen Urlaub gemacht in noch vor 86, 89 und die saßen ja immer irgendwie dazwischen. Ne? Die waren auf der einen Seite, waren sie halt schon so kommunistisch, klar, aber halt eben auch dem Westen offen. Waren auch, ich glaube auch in diesem Block, der Non-Aligned States nannte sich das. Also weder so richtig Ostblock noch so richtig westlich. Ne? Also das konnte natürlich nicht so lange gut gehen. Und Weg.
Weg. Ja, ja. Ich skizziere jetzt mal kurz so den Mechanismus, wie es in Jugoslawien passiert ist, woraus dann quasi auch eine Blaupause wurde und das in andere Länder exportiert wurde. Also es begann alles mit einer Gruppe von Wirtschaftsfachleuten und Professoren, die sich G17 nannten, die dem IWF und der Weltbank nahestanden. Und eine Person aus dieser Gruppe, Professor Veselin Vukotic, nicht verwechseln mit einem Killer gleichen Namens, der auch einen Wikipedia-Eintrag hatte, der wurde dann also 89 Privatisierungsminister in der jugoslawischen Regierung. Na, das heißt schon mal nichts Gutes. Er hat Folgendes ausgegeben, also erstmal Kürzung der öffentlichen Ausgaben, Kürzung der Löhne in den Staatsunternehmen, letztendlich die Insolvenzerzwingung öffentlicher Unternehmen. Ja, und daraus kamen Unternehmen aus dem Ausland, ausländische Spekulanten haben diese Unternehmen aufgekauft, weiter verschlankt, verscherbelt, und das Ergebnis war ein Abstieg des Lebensstandards in einem Jahr von 18%. Die Arbeitslosigkeit stieg rapide an auf 20%. Es erinnert so ein bisschen an die DDR. Was man so mit dem Tafelsilber des Staates gemacht hat, mit den Chemiebetrieben und so weiter und so fort. All das im Gegensatz zur DDR verschärfte das die Spannung in der Jugoslawischen Republik erheblich. Ne? Also wir erinnern uns, es war durchaus ein Vielvölkerstaat, der auch auf eine durchaus spannungsreiche Geschichte zurückblicken konnte. Also im Zweiten Weltkrieg kämpften, was damals eben Kroaten waren, gegen die damaligen Serben. Dann hattest du halt eben noch die muslimischen Bosnier dazwischen, also alles durchaus eine Gemengelage, die jetzt durchaus zu einer Art, ja, explosiven Mischung heranreichte. Und letztendlich war es niemand Geringeres als George W. Bush Senior, der einen Gesetzesentwurf verabschiedet hat, der erstmal einen ganz unverfänglichen Namen hatte: Foreign Operations Export Financing and Related Programs Appropriations Act. Ist ein so langer Text, findet sich auch im Kongressarchiv, kann man nachgucken, vom 21.06.1990, habe ich nachgeguckt. Da liest man so einen schönen Absatz, also this bill und so weiter, erklärt, dass es keine finanzielle Hilfe für Jugoslawien gibt, solange keine der einzelnen Republiken freie und faire Wahlen abhalte. Zitat. Ja. Man muss jetzt kein Hellseher sein, um zu wissen, was sofort quasi innerhalb eines Monats darauf passierte. Und zwar, die einzelnen Teilrepubliken erklärten sich natürlich, da sie ja schon in einer wirtschaftlichen, ganz schwierigen Lage waren, angesichts dessen, was ich vorher gezeichnet habe, erklärten sich diese Staaten so schnell wie möglich für unabhängig, um eben wieder an die ausländischen Subventionen ranzukommen. So, es braucht auch ebenfalls keinen Hellseher, um zu wissen, dass die USA damals den Kroaten unterstützten unter Tudjman, der einen oder anderen sagen diesen Namen ja noch was. Sie unterstützten in Bosnien Alija Izetbegovic. Ja, nur die Serben, die wurden natürlich nicht unterstützt, denn die galt es ja zu zerschlagen. Wie macht man das? Indem man klingt auch so ein bisschen wie, also aus der jüngsten Vergangenheit klingelt da so ein bisschen was, indem man ein Massaker an Volksgruppen, man kann auch schon fast sagen inszeniert, dass also eine ganze Volksgruppe und ihren Anführer in der Weltöffentlichkeit diskreditiert. Und wir reden von dem sogenannten Massaker von Srebrenica. Liebe Leute, ich will jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, aber Es begann mit einer Lüge. Lass uns einfach so viel sagen, diese Zahl von 8000 Toten, die angeblich durch bosnisch-serbische Truppen verübt worden ist, ist... Aber es sind 8000 Tote, wir gucken heute mal in den Gazastreifen, nanu. Und das wird schon, damals wurde das schon als Genozid verwendet. Also man sieht, heute ist möglicherweise die Messlatte höher geworden. Auf jeden Fall 8000 Opfer ist Quatsch, stimmt auch nicht. Und es ist in vielerlei Hinsicht, da gibt es einige Schichten abzuarbeiten an diesem historischen Datum Srebrenica.
95, das lassen wir jetzt auch mal sein, aber es ist, so ist es nie gewesen, so platt ist es auch nie gewesen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, natürlich sind Kriegsverbrechen verübt worden, auf beiden Seiten, so. Das ist völlig außer Frage, aber das Ganze ist eben so angelegt worden, die Serbien oder Serbien als Verhandlungspartner für die Vereinten Nationen, für die UNO, für die gesamte Welt eben zu diskreditieren, und das ist passiert. Wir erinnern uns an das Massaker in Buča, was vielleicht ähnliche Funktionen hatte, dieses Massaker in Anführungsstrichen. So, einer, kurzer Schwenk in die USA zurück, einer, der 1994 die Zukunft der NATO mit ausgearbeitet hat und immer wieder gegen serbische Aggression in Jugoslawien gewettert hat, war ein damals vielleicht nicht mehr ganz unbekannter Senator aus Delaware. Lass mich raten, McCain? Na, fast. Ja, nein, der jetzige Präsident. Biden, ja. Ja, Joe Biden, genau. Und so kam es, wie es kommen musste. Am 24. März 1999 begann das NATO-Bündnis einen militärischen Feldzug gegen die damals Restrepublik Jugoslawien, die eigentlich nur noch aus Serbien und Montenegro bestand. Man hat eigentlich so ziemlich alles bombardiert, was ins Fadenkreuz passte. Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, Schulen, ein Fernsehsender. Und die chinesische Botschaft in Belgrad wurde auch Ziel der Bombardements. Krankenhäuser, Regierungsstellen, Kirchen, historische Denkmäler und so weiter und so fort. Noch heute leidet die Bevölkerung an übermäßigen Krebsraten, weil natürlich auch abgereichertes Uran verwendet wurde bei dieser Munition, was absolut grauenhaft klingt. Aber das ist Standard Operating Procedure der USA. Das gleiche hat man auch im Irak und woanders auch, wo eben massenhaft diese Bomben abgeschossen wurden. Ja, all diese Menschenrechtsverletzungen gingen natürlich unter in der orchestrierten Propagandakampagne gegen Serbien. Wir erinnern uns noch an den Ausspruch Genschers: Serbien muss sterben. Das ist jetzt durchaus keine Parteinahme meinerseits. War das Genscher? Nee. Doch, ich glaube, das war Genscher. Serbien muss sterben. V-Mann, kannst du mal kurz googeln? Ja. Ja, super, ey, das müssen wir eigentlich mal öfter. So, Serbien muss sterben. Oder es kann auch das von. Das ist doch eher so ein Nazi-Spruch von. Kinkel. War es damals schon Kinkel? Weiß ich jetzt nicht. So. Dennoch war diese ganze Jugoslawien-Kampagne, die ja in den 80ern, Mitte der 80er begonnen hat, leider nur ein Teilerfolg, denn Slobodan Milosevic war immer noch Präsident der Serbien. Und das konnte natürlich nicht gehen. Und hier tritt jetzt ein weiterer altbekannter Akteur auf, könnte man schon fast sagen, Otpor, zu Deutsch Widerstand, eine Bewegung finanziert von, na, dem National Endowment for Democracy und natürlich noch anderen Thinktanks. Ne? Die organisierten Studentenproteste, Bürgerbewegungen und so weiter und so fort und brachten, ja, wie soll man sagen, also die öffentliche Meinung derart gegen Milosevic auf, dass er zurücktreten musste. Jetzt konnte er verhaftet werden, um ihn dann nach Den Haag zu bringen, wo dann vor dem internationalen Tribunal ein Prozess gemacht wurde gegen ihn. Er verstarb jedoch noch während des Prozesses. So, und das ist übrigens auch ein sehr interessanter, also Prozess, könnte man sagen. Ja, Otpor, erfolgreich in Serbien, hat dieses Konzept des Astroturfings, wie man sagen würde, erfolgreich exportiert nach Georgien 2003, weiter in die Ukraine 2004. Das Ganze ist unter dem Namen Farbrevolutionen bekannt geworden. In Weißrussland hat man es auch versucht, aber da hat es leider nicht geklappt. Und da fing Lukaschenko schon an, so zu stören, durchaus zu stören. Ja, nach der Auflösung von Otpor haben sich die Aktivisten zusammengeschlossen zum Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, Canvas auch genannt, wo weitere Aktivisten ausgebildet wurden für den Aufstand in Ägypten im Zuge des arabischen Frühlings. Wer hätte es gedacht? Slobodan Milosevic warnte noch kurz vor seinem Tod, dass der Westen das, was er den Serben angetan hat, in Zukunft genauso mit Russland versuchen werde. Und ich denke, er hat Recht behalten, meine lieben Damen und Herren. Es hat aber nicht funktioniert. Das ist das große Problem. Noch nicht. Noch nicht. Aber der Westen versucht es weiter. Ja, sie werden es nicht schaffen. The West is no quitter.
Du hast es noch nicht schaffen. Ja, insofern. Weil Sie haben es kapiert, was wie der Westen es tut. Das Problem ist halt, dass genau diese Taktik natürlich bei den Russen zu Freiheitseinschränkungen führt, was die Freiheit zum Beispiel im Internet angeht und sonst was, weil natürlich eingeschränkt werden muss. Und hier genauso. Also wer solche, diese Taktiken rächen sich ja. Das ist ja nicht nur, dass dein Feind dann darunter zu leiden hat, ja, und die Freiheiten einschränkt und die Bevölkerung dadurch unzufriedener wird, sondern du musst natürlich auch selber darauf vorbereitet sein. Du weißt doch, man denkt vom anderen so schlecht, wie man selber ist. Hm, ja, und der andere könnte sich auf die gleiche Art und Weise wehren und auch versuchen, dich selber zu destabilisieren. Ja, siehe Habecks Desinformationskampagnen. Ja, ja, genau. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Das Ganze, ja, aber es ist natürlich wieder dann, diese Einschränkung der Freiheit in Russland ist natürlich dann wieder genau Wasser auf die Mühlen der westlichen Aktivisten. Ja, die Einschränkung der Freiheit haben wir ja auch. Das ist nicht schlimmer bei den Russen als hier bei uns. Da wird immer einer erzählt. Ja. Gut, ich muss demnächst unbedingt mal nach Russland. Ich muss mir das mal anschauen. Es wird wirklich Zeit. Insofern eine interessante Blaupause der Jugoslawien-Konflikt für das, was jetzt passiert. Es ist immer das gleiche Muster. Es ist immer das gleiche Muster. Erst wirtschaftliche Destabilisierung, soziale Destabilisierung, um dann eben politischen Coup zu landen. Beim Maidan hat es funktioniert. Ja. Ja. Schau mal aufs Handy. Ah, vielen Dank. Super, ey. Serbien muss sterben. Und von wem ist es? Ich glaube, der ist viel älter. Ich glaube, das ist so aus Nazi-Zeiten, ne? Nee, Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg sogar. Attentat auf den Thronfolger. Ah, okay. Also Genscher war es. Okay, gut, nee. Aber so viel noch trotzdem. Aber diese fast schon eingefleischte Abneigung der Deutschen gegen die Serbien rührt vielleicht auch ein bisschen daher, kann man sagen. Gut, dankeschön. Serbien muss sterben. Was haben wir denn noch? Ein Thema habe ich noch. Mal gucken, kriege ich den noch durch? Habeck, nochmal unser Robert. Der, ja, ist ja geil. Der größte Wirtschaftsminister aller Zeiten. Der plant jetzt den Rückbau des Gasnetzes. Hast du mitgekriegt? Ah, da gibt es ein Papier. Ja, kriegen natürlich. Wir bitte Bild Green Paper. Sag mal, hast du die gepackte Datei geöffnet? Genau. Das stimmt. Okay. Kann ich jetzt aber nicht so sagen. Okay, leider. Gebäudeenergiegesetz, das schreibt ja vor, den Wärmebedarf eines Gebäudes bis zu 65%. Kleine Sekunde. Machen wir weiter. Zumindest, na kommt's doch. Ja, eine Minute. Also schreibt ja vor, das Gebäude zu 65% zukünftig, eigentlich war es ja für Anfang diesen Jahres schon geplant, aus erneuerbaren Energien geheizt werden müssen. Um Gottes Willen. Hast du ja mitgekriegt. Das haben sie ja entschärft, weil ja einfach klar war, das haut sowieso hinten und vorne alles nicht hin. Jetzt gilt es erstmal nur für Neubauten und das Ganze soll. Und nicht dann für Regierungsbauten. Ja, da gibt es auch noch so Ausnahmen. Ja, ja. Weil das kostet einfach zu viel Geld. Das ist doch jetzt gar nicht zu machen. Ja. jetzt wird ja erstmal, jetzt sollen die Kommunen erstmal diese Wärmenetzpläne erstellen, ja, dass alles mit Fernwärme gemacht wird. Ja. Und sobald diese Pläne dann existieren. Ah ja, wir kriegen jetzt einmal das Bild, bitte. Da haben wir es, das Green Paper. Transformation, Gas, Wasserstoff, Verteilenetze. Dieses Green Paper beinhaltet wirklich den Plan zum Rückbau des Gasnetzes in Deutschland. Und zwar, ja, weil laut Habeck und seinen ganzen Kumpanen und Komplizen, könnte man eigentlich besser sagen, das Gasnetz in Zukunft nicht mehr gebraucht wird. Hat er so gesagt. Ja, das ist dann überflüssig. Ja. Das ist redundant. Und, ich dachte, das brauchen die für den Wasserstoff. Ja, da, so warte, nur okay, erklär. Also in erster Linie geht es ja darum, dass die Leute sowieso Wärmepumpen einbauen sollen. Wärmepumpe. Diese Wasserstoffgeschichte ist nochmal so was anderes. Das ist alles totaler Humbug. Ach, ist so Augenwischerei für ganz blöde? Wasserstoff ist Augenwischerei für ganz. Ich habe auch mal kurz gedacht, ich war mal kurz ganz blöd und habe gedacht, Wasserstoff wäre eventuell eine praktikable Lösung Alternative. Ja. Physikalisch geht das nicht. Bis ich dann mich ein bisschen wirklich nur oberflächlich. Nur oberflächlich, reicht und dann schon. Ja. Feststellte, ja. Reicht, ist Quatsch. Ist Unsinn, ja. Ist eine schöne Idee, aber in der Realität hast du eine typische grüne Spinnerei wieder mal. Ja, genau wie die Wärmepumpen. Utopie. Ja, ist eigentlich schade. Also, Kommunen sollen ja diese Wärmepläne erstellen, dass dann möglichst mit Fernwärme alle geheizt werden. Da, wo das nicht geht, da soll dann eben entweder Wärmepumpe.
Ja, oder im Notfall dann halt mit Wasserstoff geheizt. Ach, Fernwärme ist jetzt der neue heiße Scheiß? Fernwärme ist der neue heiße Scheiß, ja, genau. Fernwärmenetze. Und sobald diese Fernwärmepläne stehen und so, dann greift dann auch diese 65%-Regelung. Dann, ab dann ist irgendwie, ab jetzt muss jede Heizung zu 65% aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Das heißt auf Deutsch so viel wie alle alten Heizungen dürfen nicht mehr betrieben werden. Also zumindest, sie dürfen ja noch weiterlaufen, aber sie dürfen dann nicht mehr repariert werden. Mm. Und so eine Heizung geht ja alle paar Jahre, muss da mal was gemacht werden. Und dann heißt das, darf man nicht, ne? Da muss das raus. Mm. Und dann müssen Wärmepumpen eingebaut werden. So eine Wärmepumpe in einen Altbau, da hast du dann schnell Kosten. Das Thema hatten wir doch schon. Das ist nicht bezahlbar, ja. Absolut. Weil du musst ja, du brauchst ja nicht nur die Wärmepumpe und das entsprechende Netz zu verlegen, sondern die Heizung, weil diese Wärmepumpe ja auch so scheiße wenig macht, musst du ja auch das ganze Haus komplett nochmal neu isolieren, damit das überhaupt was wird. Da muss teilweise, der ganze Dach muss neu gemacht werden, wirklich komplett isoliert. Wirtschaftlicher Tod, du kannst es am besten abreißen. Und du musst dann irgendwie auch nur, damit das überhaupt funktioniert, auch nur Fußbodenheizung muss es sein. Ja. Das ist also wirklich, es ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Aber was stört das denn? Was stört das Robert? Das ist ja nicht, das Geld ist ja nicht von den Bürgern. Das Geld kommt ja vom Staat. Ja, der hat gut gewirtschaftet, der Staat. Der hat gut gewirtschaftet. Naja, also wie gesagt, das Leitungsnetz, ja, zumindest Teile davon, das muss ja nur noch in kleinen Teilen irgendwo hier mal ein bisschen Wasserstoff transportieren, soll halt umgerüstet werden. Der nötige Wasserstoff ist überhaupt noch nicht vorhanden für diese Lösung. Den gibt es noch gar nicht. Der wird auch nicht vorhanden sein. Das sind grüne Spinnereien. Grüne Träume, grüne Also Wasserstoffträume. Bei Merkur was gelesen, da schreibt, wenn die gesamte in der EU erzeugte Elektrizität zur Wasserstoffherstellung genutzt würde, die gesamte in der EU erzeugte Elektrizität, dann entspräche das etwa 45% der heute durch Erdgas gelieferten Energie. Also diese Wasserstoffgeschichte ist also ziemlicher Unsinn. Unsinn. Ja, ich habe auch gedacht, das wäre irgendwie praktikabler, aber dass es so schlecht ist. Ne? Gut, wir haben jetzt also das Problem, wir haben gar keine Leitung für den Wasserstoff. Wir haben den Wasserstoff nicht. Wir haben die Wärmepumpen nicht. Die Leute müssen diese Wärmepumpen einbauen, das können die sich nicht leisten. Und dann gibt es den Strom für diese Wärmepumpen gar nicht. Gleichzeitig baut Habeck, jetzt schaltet er noch mehr Kraftwerke ab. Wir haben sowieso schon wenig Strom. Wir sind seit April letzten Jahres Netto-Stromimporteur. Die Leute sagen, das ist alles vollkommener Schwachsinn. Der Staat macht keine Fehler. Und was macht der Habeck in diesem Augenblick? Denkt sich, das ist der richtige Moment, um jetzt mal das Gasnetz abzubauen. So, ist gut. Vollidiot. Ich glaube, er hat statt, der hat, glaube ich, diesen Morgenthau-Plan gelesen. Dieses Buch von General Morgenthau. Also er setzt ihn zumindest auch recht gut um. Auch, ja. Für einen Amateur erstaunlich gut. Dafür, dass er sich auch keinen Plan gemacht hat. So seine Art, was er so aus dem Ärmel schüttelt, sind einfach Spitzenentscheidung. Kennst du, du kennst South Park nicht, du guckst das nicht. Nee. Da gibt es auch, deswegen spare ich mir das jetzt, aber da gibt es auch so einen Vergleich, der mir sofort eingefallen ist. Ich fange jetzt an zu gucken. South Park ist wirklich gut. Ich fange jetzt an zu gucken, ja. Also ab Staffel 3, das ist davor, die ersten zwei Staffeln, finde ich, kannst du vergessen. Ab 3 wird es dann interessant und nach hinten raus wird es teilweise, ist es grandios. Habe ich auch so gehört, ja. Es ist grandios. Nicht alles ist, nicht alles, aber vieles davon ist wirklich grandios. Ja, und jetzt haben wir noch mal weitere Kraftwerke abgeschaltet, ne, nach Ostern. Weil wir es uns leisten können. Ja, wir sind raus aus der Energiekrise. Wir haben keine Kohle. Und also unsere Energie ist jetzt sowas von sauber. Ja, also 100% der zu Hause erzeugten Energie ist, ja, dieser Satz ist richtig. Und der zu Hause erzeugten Energie ist ökologisch einwandfrei. Ja, das ist grün. Problem ist, wir importieren jetzt Strom. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, 100% der zu Hause erzeugten Energie ist grün. Also wählt mich wieder. Wählt mich wieder. Der Strom ist hier sauber. Ich weiß nicht, ich kann den Robert nicht imitieren. Dieses Weinerliche, dieses Lappenhafte. Du musst noch so eine Tabelle hochhalten. Ja. Das geht mag aufwärts. Er total gerne. Ne? Es geht aufwärts. Hat er immer. Ich bin doch hier nicht der Tabellenhalter. Ja. Also die Gaskraftwerke, die das Ganze ja abfedern sollen. Also du brauchst ja diese Reservekraftwerke, der Wind nicht weht. Die sind noch nicht mal in der Planung. Ich wollte dich gerade fragen. Nein, sind noch nicht? Noch nicht mal in der Planung. Das überrascht mich jetzt. Alles weg. Alles weg. Auch die Gasleitung, alles rückbauen, alles kaputt machen. Das ist unfassbar. Das ist so ein... Und der kommt davon, der wird davon kommen. Der müsste jetzt schon für ewig in den Knast, der ins letzte Loch gehört der geworfen. Aber gut. Aber vorher kriegt er noch einen Preis.
Ja. Ich krieg da noch so ein, ja, was haben wir denn da? Schweine und Ziegen. Nein, was haben wir denn? Was hast du? Kühe und Schweine? Was hast du? Karlspreis. Ich komme ja mehr vom Völkerrecht. Karlspreis, können wir noch geben? Ach, Henry Morgenthau war kein General. Verdammt, ich dachte, er wäre General. Den Büchnerpreis wäre vielleicht auch noch was. Was ist der Büchnerpreis? Ein Buchpreis. Ja, der ist so überfällig. Grimme-Preis, Friedensnobelpreis, der goldene Habi. Die Leute mal wieder. Der Staat macht keine Fehler. Das ist ja so, der Staat macht ja keine Fehler. Nee, also irgendeinen guten Preis zusammen mit, weil wir sind das einzige Land, das also diesen grünen Weg konsequent geht, während alle in Atomkraft investieren, ja. während China Kohlekraftwerke baut. Wir gehen richtig voran. Den Weg der Selbstzerstörung und mit Vollidioten. Das ist der grüne Weg. Wir haben es mit Vollidioten zu tun. Ich darf Vollidiot sagen. Also in diesem Punkt muss man sagen, haben die Grünen ihre Klientel nicht enttäuscht. Alles andere? Also die grüne Klientel, die wird sich auch noch umschauen, weil es ist ja, das ist schon so diese Gutverdiener, ja, teils auch eben gerade eben die in diesem Staatsapparat leben. Aber es wird auch für die wird es bald ein bisschen enger werden. Die werden sich noch umschauen. Bei denen kommt es später an, aber auch bei denen wird es ankommen. Die werden wirklich noch ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Aber dann ist auch wieder der Nazi schuld. Wart's mal ab. Es ist so ein ungünstiger Augenblick für den Regierungswechsel, weil wer auch immer diesen Scheiß jetzt übernimmt, der kann da erstmal nichts dafür. Auch wenn die Weidel das jetzt übernimmt, dann müsste die so grausame Politik machen. Das ist immer das Kreuz der Nachfolger. Ja. Die müssen das alles erstmal ausbaden. Hier hat, Paolo, was ist los, hat es richtig geschrieben, für den Darwin Award. Ja. Das ist es, genau. Ja. Nein, aber die Frage ist natürlich. Fragen, Antworten. Die Frage ist natürlich, wie verpeilt sind die Grünen Anhänger, dass sie sich das noch schönreden? Oh, endlich keiner mehr ein Auto? Das ist ja toll. Halb Mann, halb vier kann Metal Jens nochmal Rechtsrock spielen. Rechtsrock? Was für ein Rechtsrock? Ach, jetzt hier die deutsche Nationalhymne. Ist das recht? Stimmt, das ist Rechtsrock. Das ist rechts. Ich bin ein Rechtsrocker. Also, da gibt es demnächst eine Anzeige. Ladet ihr mal A. Weidel ein. A. Weidel wird nicht kommen. Klar würden wir die einladen. Logo. Ich würde auch den Robert einladen. Aber der kommt auch nicht. Hm. Wobei, ich glaube, ich würde ihn nicht ertragen. Ja, und das wäre ganz, ganz schlimm. Vor laufender Kamera, live. Wir müssten nicht ihm irgendwas ins Gesicht hauen. Unsere arme Putzfrau, die müsste das alles aufwischen. Vielleicht muss ich zum Ende des Interviews muss ich so an den Stuhl angefesselt werden. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass Ukraine geteilt wird in Nord und Ostkokaine wird geteilt. Und überhaupt die ganze Kokaine. Ja, das wird sich alles noch zeigen. Wenn Professor Börne das Havanna-Syndrom beweist, dann muss es ja stimmen, oder? Was sagt ihr zum neuesten Tatort? Habe ich jetzt nicht geguckt. Guck ich auch nicht. Wahrscheinlich wirklich? Wieder deutsche Großfamilien, die Flüchtlinge fesseln. Es gab mal echt ein paar Jahre, da fand ich das ziemlich hip, Tatort zu gucken. Aber da war der Tatort doch, glaube ich, ein bisschen anders. Da war er nicht so schlimm politisch. So das in den 80ern oder wann? Nee, gar nicht mal so Nullerjahre. Ich glaube, in den Nullern konnte man den Tatort tatsächlich auch noch gucken. Da wurde auch noch ein bisschen was probiert. Man war nicht so ganz auf Woke geschaltet. Hier muss ich nochmal gerade loswerden. Du kennst ja den Autoren von Sonne und Beton. Wie heißt er denn nochmal? Diesen komischen Scheiß-Comedian aus Berlin. Oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist ja so blöd. Der hat einen Podcast Gemischtes Hack. So, auf jeden Fall Felix Lobrecht. Und der hat im Gemischten Hack erzählt, wie sein Film für Netflix verfilmt werden soll. Sein Buch, Sonne und Beton. Mhm. Und da geht es ja darum, dass er da irgendwo, wo war es jetzt, glaube ich, in Neukölln, in diesen Plattenbausiedlungen aufwächst irgendwo und ständig Scherereien mit irgendwelchen Kanacken-Gangs hat. Ach, das sollte doch so eine, sollte es nicht so eine Lesben-Gang werden und sowas? Habe ich das schon erzählt, das? Nee, ich genau. Glaube, das ging mal kurz. Und dann kamen die Leute von Netflix tatsächlich auf ihn zu und sagten, du Felix, ey mal, voll geile Idee. Also statt Kanacken machen wir einfach so eine ultra-aggressive Mädchen-Lesben-Gang, die Leute da aufmischt. Was hältst du davon? Und Lobrecht so,
Das sind wir wieder bei Monty Python, ja, mit den Babybanden und den die Oma-Banden. Ja. Das ist wirklich, aber wir haben diesen Scheiß Zustand Ernst erreicht. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, Matthäus. Das fand ich gut. Ansonsten finde ich es nicht so gut. Aber kennst du den Sketch von Monty Python? Ich erinnere mich schwach daran, an die Oma-Banden erinnere ich, an die Babybanden nicht. Ne? Ja, das war aber dann im Anschluss, aber dann wurde es halt noch blöder. Ja. Ach, mega. Einfach mega. Und danach kam fürchterlich, also die Steigerung von Babybande war dann aggressive Linksabbiegenschilder. Ja. Nee, weil das fällt mir halt deswegen ein, weil es gab ja tatsächlich mal einen Tatort, wo es eine aggressive deutsche Gang gab oder sowas, die in Neukölln ihr Unwesen getrieben hat. So, musst du ja mal reinziehen, ne? Und die Anführerin war auch so eine blonde, halt so eine blonde Lesbe, die halt irgendwie die Typen verdroschen hat. Ja, und natürlich, sowas, ne? Ja, klar. Natürlich, klar. Also die armen Kanaken da, weißt du? Die armen Kanaken, die leiden. Aus den Fitnessstudios. Ja, ja, ja. Ja, die ja, sind ja da von Schatten zu Schatten gespielt. Diese, die Walküren, ja. Dann haben sie noch Wagner gespielt. Ach, das ist auch alles scheiße. Okay, weiter. Was sagt ihr zum Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus? Ja, ich meine, also Israel will es wissen. Die wollen es wirklich wissen. Die Gefahr ist nicht gebannt, dass die wirklich die ganze Region in so einen Krieg reinziehen wollen. Und dann müssen die USA vielleicht, ob sie wollen oder nicht, müssen dann trotzdem mit, wie sie damals ja schon, ich glaube, in den 80ern gemacht haben, sind ja in Libanon gelandet, die USA. Haben tatsächlich dort auch so eine Art Peacekeeping Operation gemacht, aber es hat nicht so ganz hingehauen. Ist jetzt wieder mein gefährliches Halbwissen. Aber die USA waren da. Osama wüsste das jetzt. Aber der ist jetzt wieder krank. Wer hat die Brücke in Baltimore zerstört? Der Captain war Ukrainer. Was denkt ihr? Ich sage, die Inder haben sich einfach auf die Hand geschissen und dann ist denen das Ruder ausgerutscht und dann ist das passiert so. Ich habe keine Ahnung. Der Ukrainer hat geschlafen. Es ist so wirklich ein bisschen seltsam, dieser Unfall. Aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie, also solange ich da nichts Vernünftiges zu sehen bekomme, irgendwas Handfestes, diese ganzen Theorien, ja, und man sieht dieses Boot, wie es da, also dieses Schiff, wie es dann auch plötzlich diese Kurve macht, ja, und Licht ist aus, plötzlich ist Stromausfall, dann ist es wieder an und dann siehst du so eine Rauchwolke. Wer weiß, das kann ja auch irgendwie der Diesel gewesen sein, der wieder anspringt, wenn so ein Schiffsdiesel anspringt, dann kriegst du so eine riesen Rauchwolke. Das ist, dass angeblich, ja, die Elektronik ausgefallen ist, dann wieder du angegangen ist und die deswegen. Die Lichter sind aus und dann ja, wieder an und wieder aus. Ja, und deswegen. Aber dazu weiß ich zu wenig. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, wie so ein Frachter in so einem, ist das noch Hafengebiet, gab es da irgendwie so ein, wie nennt man das, ein Tugboat, ein Schlepper? War ohne Schlepper, aber war die haben ja einen Lotsen. Lotsen, ja, wo ist der, gibt's dann, war das schon außerhalb des Lotsengebiets, nicht, ja, nee, nein? Die haben auf jeden Fall, die haben einen Lotsen. Also was ist da los? Fundierte Meinungen bitte. Gibt es echt ein Newsletter oder was ist das auf der Homepage? Hey, es gibt ein Newsletter? Nee. Faumann, machst du ein Newsletter? Nee. Da muss er lachen. Seht ihr das Ende des Ukraine-Krieges noch vor dem Sommer? Newsletter nach Lörrach vielleicht? Ehrlich gesagt, nein. Wo ist der BND? Der Ukraine-Krieg, ich weiß nicht, wie lange er noch dauert, aber vor dem Sommer ist der nicht vorbei. Dieses Jahr passiert auf jeden Fall noch was. Annika Jenkner. Wie steht ihr zur Beschneidung von Jungen ohne medizinische Notwendigkeit? Da musst du den Jens fragen. Also, im Grunde genommen, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das nicht okay. Das ist eigentlich ja auch, ich meine, wieso sollen die verstümmelt werden? Es ist eine Verstümmelung. Das ist dann halt in bestimmten Kulturen wird das so gemacht. Wir machen einen Riesenfass auf und ich finde auch zu Recht, wenn irgendwelche Afrikaner die Frauen beschneiden, wenn die Jungen beschnitten werden, dann ist der Eingriff vielleicht nicht so gravierend, nicht so lebensverändernd, aber trotzdem. Wieso ist das da in Ordnung? Alles das, was Jens sagt. Ja. Ich verstehe nicht, warum da so ein Unterschied gemacht wird. Ja? Und du darfst ja sowieso nichts dazu sagen. Also wenn es nur die Muslime wären, dann dürfte man vielleicht noch was sagen. Aber die Juden, die machen das auch. Ja? Und deswegen ist das, da darfst du ja nicht drüber reden. Ja, dann ist es natürlich harter Antisemitismus. Ja. Also ich verstehe nicht, warum natürlich das sein soll. Natürlich darfst du die Juden kritisieren, aber versuch's mal. Ja. Also gut, ich sehe es ehrlich gesagt genauso. Ich finde, das ist eine Debatte, mit der man ruhig mal führen darf. So, ja. Ja. Aber da soll mal einer versuchen, mir meine Vorhaut abzuschneiden. Aber da zeigt sich natürlich auch, dass es ja wohl immer noch auch einen umgekehrten Sexismus gibt.
der natürlich nie gerne thematisiert wird, aber die Tatsache, dass bei Männern einfach auch mal gesagt wird, aber halt doch Zuschauer, die Schnauze, scheiß auf deine Vorhaut. Jetzt im Sommer, da feiern wir Arthurs Bar Mitzwa hier live. Da wird Jens mir die Vorhaut bei laufender Kamera abbeißen. Nee, das laufen. Einen stumpfen Löffel werde ich dafür benutzen. Also Volodymyr hat jetzt ein schönes Messer bekommen. Das wird eingeweiht. Das Tauchermesser, ja. Das Tauchermesser. Ich war in Ägypten, ich habe das Messer, aber auch aus Angst vor Konfiszierung habe ich es nicht mitgenommen. Ah ja, aber im Koffer dürftest du es eigentlich mitnehmen. Wahrscheinlich schon, ja. Aber wer weiß, dann sieht da so ein Ägyptologe so, oh, schönes Messer, ah, nichts mitnehmen, nein. Und dann bin ich los. Das wäre doch Quatsch gewesen. Also im Roten Meer hätte ich schon gerne ein Tauchermesser dabei, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch aber ein anderes. Wobei, wahrscheinlich, das nicht. Es ist nur für das gute Gefühl, das hilft dir nicht. Für das gute Gefühl. Ja. Nein, doch, du brauchst zwei Messer, wenn zwei Haie dich angreifen. Ja. Aber jetzt auf jeden Fall im Straußsee werde ich das Messer wieder dabei haben. Hier. Wenn mich die Algen umzingeln. Glaubt ihr, dass Russland die Flughäfen bombardiert in den NATO-Ländern, wenn die F-16 geschickt werden? Schwierig. Also mal, die Russen machen keine leeren Versprechungen. Also der Hintergrund ist so, angeblich sollen jetzt die ersten F-16 bereit sein, für die Ukraine da zu starten. Aber natürlich werden sie das nicht in der Ukraine machen können, weil die Startrampen sind wahrscheinlich, oder die Landefelder sind wahrscheinlich meistens kaputt. Oder werden es dann gemacht werden, ja. Und deswegen will man von Rumänien oder von Polen aus die F-16 starten lassen. Naja. Also wenn sie es tun, dann ist das wirklich eine aktive Kriegsbeteiligung. Ja? Da machen wir uns nichts vor. Ja. Und wenn die vom polnischen oder rumänischen Flughäfen aus starten, um gegen russisches Militär zu kämpfen, richtig. Also dann die Russen hätten einen Punkt. Gleichzeitig würde das diesen Konflikt in ungeahnte Eskalationshöhen schicken. Ja. Und ich glaube, davor schrecken beide Seiten noch zurück. Hoffentlich. Ja, aber die Amerikaner werden da schon Druck machen, dass das geschieht. Ja, das sehen wir dann, ja. Das sehen wir dann. 38, brauchen wir mehr Eier? Wenn ja, wie würden diese umgangssprachlichen Eier im gesellschaftlichen Diskurs aussehen? Einfach sich nicht immer so ins Boxhorn jagen lassen von der Nazi-Paranoia-Gang, die in Rückennummern SS-Runen sieht. Auch einfach mal sagen, das, was ich sage, das ist nicht Nazi, das ist gesunder Menschenverstand. So. Liebe Zuschauer, wir haben 20 Uhr. Jawohl, die Sendezeit ist für heute vorbei. Es war uns allen ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank an den Blutfahler, vielen Dank an die Zuschauer, vielen Dank an alle, die gespendet haben, für die Kommentare und. Ja, bis zum nächsten Mal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Nächste Woche, 18 Uhr, hier auf Infrarot. Das ist abgefahren. Ciao.